Aber ich habe hier, weil ich habe hier so ein, hier ein Buch, man, bei uns in der Sendung, wir halten immer gerne Dinge auch. Hoch. Super. Filme der 80er. Ja. Und dann habe ich überlegt, weil sind ja nicht alle Filme der 80er von drin. Von Taschen ist das. Von Taschen, ja. Genau, von Taschen. Ja, ich habe von Taschen auch ein Buch, und zwar TV-Serien heißt das. Das ja. gucke ich hier gerade drauf. Und dann so ein Riesenteil. Dann ist aber tatsächlich King of Comedy ist hier tatsächlich drin, ja. Und habe ich mir irgendwie auch gedacht, weil er halt jetzt mit der, was wir ja gesagt haben, mit der Zeit hat er ja doch irgendwie gewonnen. Die Leute wissen ihn heute mehr zu schätzen als früher. Und hier steht in groß, das kann ich deswegen auch so gut lesen dann, auch von Weitem, Scorsese ist seinen frühen Filmen und Motiven treu geblieben. Auch hier geht es um Deformationen, die eine Karriere anrichtet, wenn sie nur zielstrebig genug verfolgt wird. Scorsese zeigt das Showbusiness als Schlachtfeld. Ja. Ist das Showbusiness ein Schlachtfeld? Ihr könnt es doch. Ist, ja, allerdings. Das ist wie bei Braveheart, sag ich. Ein einziges Gemetzel. Ja, wie bei Braveheart. Geht keine Körper, kein Schwert gesteckt wird. Nichts. Ja, genau. Lieber Tobias, ich begrüße dich. Chris, Mensch, wieder mal erstes Mal. Ersten Mal. Ein kleines Jubiläum. Ein kleines das stimmt, Jubiläum. Aber weißt du was, es fühlt sich immer noch an wie beim ersten Mal. Ja, das ist ja das Schöne letztlich. Ne? Das immer wieder neu. Und wissen die Leute schon, wer kommt heute? Ich will ja nicht unsere anderen Gäste in den Schatten stellen, aber es Nein. ist ja schon auch ein besonderer Gast, oder? Es ist, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall 100% ganz besonderer Gast, und wir freuen uns beide, glaube ich, sehr, dass er sich bereit erklärt hat, hier in unserer kleinen Videoshow mitzumachen. Ja, und nicht nur das erste Mal beim ersten Mal, sondern auch das erste Mal insgesamt in der Filmelei, ja, muss man auch sagen, weil das ist ja bei uns nicht so. Bei uns ist ja auch immer wieder die gleichen so ein bisschen, ja, die immer mal wieder kommen. Lass mich mal überlegen. Mhm. Ja, doch, hast recht. Also Sieber war schon vorher dabei. Ja. Und natürlich auch, wen haben wir denn noch? Martin Reinl, Gary Streberg, die waren alle schon mal. Alle schon davor, hast du recht. Gerade auch der Martin Reinl, der ist ja sehr öfter mal dabei. Hast recht. Also insofern, liebe Grüße übrigens auch mal an die ganzen Kollegen. Und auch wieder hier Werbung, wir müssen mehr Werbung machen. Schaut die anderen Folgen auch von Filmelei, auch vom ersten Mal, sind tolle Geschichten dabei. Kann man wirklich nur empfehlen. Absolut, das, wie gesagt, 4 Stück sind draußen, und die sind es alle wert, sich angeguckt zu werden. Wir begrüßen heute Henny Nachtsheim von der berühmten Comedy-Gruppe Badesalz. Sag mal. Och jo. Genau, hatte ich das eigentlich, weil wir sind ja so ein bisschen auch ein Alter. Du bist ja auch mit ihm befreundet, aber bevor du mit ihm befreundet warst, hatte ich das als Jugendlicher so ein bisschen geprägt, oder hast du dir sowas angehört? Hast du dir Badesalz angehört? Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Nein, um es mal so zu sagen, Badesalz war neben Monty Python und Otto Walkes und so, das war einfach humoristische Sozialisation. Ja, gell? Wir haben alle Badesalz gehört, geliebt, rezitiert. Ich kann heute noch gesamte Sketche oder Nummern auswendig. Und insofern, als ich die beiden kennengelernt habe, Gerd und Henny, war das für mich, war ich auch wirklich Starstruck. Also das war, ja, super. Bin ich immer noch, immer wieder aufs Neue, weil sie einfach auch echt immer noch legendär sind. Ich habe es jetzt gerade wieder mit ihrem neuen Programm Kaxi Dudes gesehen, also gerade ist gut, vor einiger Zeit. Mhm. Aber das ist wirklich immer noch ganz fantastisch, und sie sind einfach Kult. Badesalz sind einfach Kult. Ja, absolut. Gell? Ja. Also das geht mir auch ganz genauso. Die ganzen und auch beides gute Typen. Das ist ja auch sowas. Mhm. Hört ja immer diesen Spruch, don't meet your heroes, oder wie auch immer er dann tatsächlich korrekt heißt. Never meet your heroes. Aber in dem Fall, da muss ich einfach sagen, ich bin froh, dass ich die beiden kennengelernt habe, weil die sind einfach coole Typen. Ja, super, aber guck mal, ich habe dich ja auch kennengelernt. Du warst ja auch mein großes Vorbild. Ja, hör doch auf! Ich habe zu dir aufgesehen, doch, immer. Und mittlerweile schaust du auf mich runter. So dreht sich das halt einfach. Heute ist es umgekehrt. Ja, natürlich. Heute bist du mein großes Vorbild, Herr Becker. Und ich versuche einfach aufzuschließen zu dir. Und, absolut. Und ist für dich Badesalz auch immer ein Thema gewesen? Ja, immer. Ja, weil du als Darmstädter
Als, kommst du ja auch nicht drum rum. Als Darmstädter, wir haben ja, ja hier auch hier in Darmstadt das Kikeriki-Theater. Natürlich. Da haben die ja auch was mit zu tun. Also so gibt der Roland Hotz und die, die haben ja auch so ein bisschen so eine Verbindung, soweit ich weiß. Und Sir Hotz. Der Hotz, genau, Sir Hotz. Und das sind ja alles Hessen. Und du bist ja gar kein Hesse. Du bist ja gar Nein, aber ich war ja immer auch jemand, der sehr aufgeschlossen ist, der hessischen Zone. Weil ich halt auch nach wie vor finde, dass das, dafür werde ich auch erschlagen in Mainz und auch in Hessen wahrscheinlich, für das, was ich jetzt sage. Aber ich finde, dass ich vom Zungenschlag und von der Lebensart her sich schon sehr nah ist. Ja, und insofern konnte ich das immer auch nachvollziehen. Und es war halt einfach auch mal Comedy, die meinem Dialekt nahe war, ja, also der Bayern gab es viel, ja, ob das jetzt auch Mittermeier ist oder auch Polt vorher war, ja. Natürlich auch die hessische Comedy, die dann auch, das konnte ich noch mehr dann auch empfinden und spüren, ja. Und natürlich auch unter uns, ich kann nicht für alle Hessen sprechen, aber du bist immer in Hessen willkommen auch, ja, muss ich sagen. Ich fühle mich auch in Hessen immer willkommen. würde gerne Wiesbaden ausklammern, das muss ich natürlich als Mainzer, ja, weil einfach da, das Wiesbaden ist halt Wiesbaden, ja, aber ist ja auch nicht richtig Hessen. Ja. Um mal so ein bisschen Beef anzustacheln. Und wenn ihr mich jetzt beleidigen wollt, liebe Wiesbadener, dann tut das jetzt in den Kommentaren. In den Kommentaren, gehört unter dem Video Wiesbaden noch zu Hessen. Alles, bitte allen Hass dem Mainzer gegenüber rauslassen. ich mache das auch. Aber man muss trotzdem sagen, Badesalz ist also ist deutschlandweit bekannt. Also ist ja nicht ist von oben bis unten. Jeder absolut, kennt Badesalz. Absolut. Jeder liebt Badesalz. Jeder schätzt Badesalz und das völlig zu Recht. Genau. Und deshalb freuen wir uns. Und da ist er auch schon. Als hätten ist er wirklich da? Ja, er ist da. Als hätten ihm seine Ohren geklingelt. Und wir lassen ihn hinein in die Filmelei. Mal sehen. Ja. Ah, Henny! Da ist er. Hallo. Kann er uns schon hören? Recording in progress. Er hat zugestimmt zur Aufnahme, das ist schon mal gut. Also wir sehen ihn schon mal, ob er uns hört, weiß ich nicht genau. Ich höre euch schon, aber ich muss ja gucken, wo hier mein Mikro angeht. Sekunde. Also wir hören dich, genau. Wir hören dich ganz hervorragend. Ach so, ich höre euch auch super. Ja. Ja. Henny, welche Freude. Ja, Mensch. Ja, hallo. Wir herzlich willkommen. Wir haben beide erzählt, wie viel du uns bedeutest. Ja. 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 Und ja, wie viel es uns auch bedeutet, dass du heute hier mitmachst bei unserer kleinen Videoshow. Ja. Vielen Dank, dass du dabei bist. Ja, das sagt er doch jedes Mal zu jedem Gast. Nein, nein. Doch, natürlich. Also es ist... Ich doch. Aber diesmal meine wir es schon. Ich freue mich ja schon, dass du meinen Namen richtig ausgesprochen hast. Weißt du, dass du jetzt nicht gesagt hast, du Dieter, ich freue mich total. Ja. Schön, dass du da bist. Genau. Ja, Henny, du, aber der Filmpodcast an sich ist dir ja nichts Unbekanntes. Du hast ja einen, beziehungsweise wie ich heute lesen musste, hattest einen Filmpodcast mit deinem Sohn zusammen. Genau. Ja. Genau. Das war sehr schön. Waren jetzt zwei Staffeln mit über 30 Folgen. Sag mal kurz für die Leute, wie hieß das? Ach so, wir nehmen schon auf. Ja, ja, klar, wir sind schon wieder. Wir nehmen schon total, wir nehmen auf. Also, wusste ich doch nicht, dass das so schnell hier geht. Nee, bei uns ist alles sofort immer. Ich dachte, wir plänkeln noch so ein bisschen rum und ein bisschen so Smalltalk und dann zählt einer von 10 runter oder so. Aber das Plänkeln ist ja der beste Teil immer meistens. Da freuen sich die Leute immer am meisten drauf, aufs Geplänkel. Ja. Aufs Geplänkel. Aufs Geplänkel. Die Plänkelsänger sind ja. Die Plänkelsänger, genau. Ja, genau. Ich hatte mit meinem Sohn einen Podcast. Ich will jetzt nicht so ausführlich erzählen, weil wir haben ja andere Dinge vor, aber bei Kabel 1 hatte tatsächlich eine Ausschreibung gemacht und suchten zwei Leute, die sich über Filme unterhalten. Und dann hat ein Freund von Max uns als Vater und Sohn vorgeschlagen. Und das fanden die irgendwie gut, weil der eine Chef von Kabel 1 war Badesalz-Fan und der andere, der eins drunter war, Fan von meinem Sohn. Und dann haben sie uns genommen. Und dann haben wir tatsächlich jetzt 15 Folgen die erste Staffel gemacht, haben immer einen Film besprochen, den die mittwochs gezeigt haben. Da läuft es bei denen wohl ein bisschen besser von den Quoten her. Und dann haben wir das immer ausführlicher gemacht, immer sehr viel Fun Facts zusammengetragen, mussten immer den Film zusammenfassen in einer sehr lustigen Form und so. Und das war dann irgendwie, eigentlich hat es riesen Spaß gemacht, für mich eine super Gelegenheit, mit meinem Jungen zusammenzuarbeiten. Aber jetzt nach zwei Staffeln muss man ehrlich sagen, dass sie nicht die Klickzahlen erreicht haben, die sie gerne gehabt hätten. Also inhaltlich sind sie total zufrieden. Das Ding hat auch mega Bewertungen und wirklich auch also ganz viel tolles Feedback. Überhaupt keine komischen, bösen Kritiken oder so, aber leider nicht genug Klicks. Und da es die Pro7 Group ist
Und die natürlich trotzdem, das sind jetzt ja nicht nur Idealisten, sondern das sind natürlich dann auch Jungs, die aufs Konto auch gucken. Und da Ja, war na halt klar. wenig Werbung zu generieren. Ist nicht schlimm. Also wir haben es beide verkraftet. Wir haben mal kurz geschluckt gestern, als wir es erfahren haben. Aber wir haben es eigentlich schon kommen sehen. Es ist halt nur so, weil es halt eben für mich eine wahnsinnig schöne Arbeit war, auch mit Max da einmal die Woche sich zu treffen, weil wir beruflich oft eben, geht ja auch schon auf die 40 zu und ich sehe den halt nicht regelmäßig. Aber jetzt durch diesen Podcast haben wir uns halt tatsächlich jede Woche getroffen, haben vorher gegessen oder danach und ganz viel privat sind uns einfach auch wieder viel, viel mehr zusammengerückt. Oder sagen wir mal, wir haben immer schon ein gutes Verhältnis, aber natürlich, wenn du dich jede Woche siehst, dann geht man auch mal mehr ins Detail, wenn man quatscht und so. Und das war halt einfach eine super Zeit jetzt. Mal gucken, wie Aber ihr wir braucht doch kein Kabel 1, um den Podcast zu machen. Vielleicht da. macht den einfach so weiter, Ja, ja? das haben wir jetzt auch schon überlegt. Ich glaube, wenn wir ein gutes Thema haben, ein Oberthema irgendwie, über das wir jede Woche reden, es muss ja gar nicht Filme sein. Wie man sieht, gibt es ja jede Menge Filmpodcasts. Ja, du bist jetzt auch von Kabel 1 bist du zu den Klickgiganten im Ja, Internet, genau. so von Das den sind wir gar nicht. Willkommen. Von den Egal. Aber ich Filmen sage, live gekommen. Henny, bei den Kabel 1, da hast du ja auch oft Filme dann eben geguckt, die du vorher nicht kanntest. Also so ähnlich Genau. wie das, was wir eigentlich heute machen, ja? Genau, also manchmal war es auch spannend, weil ich habe natürlich auch manchmal Filme gesehen, die habe ich 100 Jahre nicht gesehen. Ich habe zum Beispiel der erste Film, über den ich mit Max geredet habe, war Vier Fäuste für ein Halleluja. Und den habe ich Ja. gesehen, da war ich 15 und mein Sohn war noch, da kannte ich seine Mutter noch nicht. Na, also das war, verstehst du, und das war eine Zeitreise. Also vor allem, dass ich den Film dann gesehen habe, nach dieser ellenlangen Zeit, wie der auf mich wirkt und dann vor allem, wie mein Sohn den findet, der den natürlich nicht mal kannte. Der wusste zwar irgendwie, dass es Terence Hill und Bud Spencer gibt oder gab, aber mehr war auch nicht. Und das war total interessant. Und ich musste viele Filme gucken, die ich nicht kannte. Und da waren auch manchmal Filme dabei, wo wir echt die Schwierigkeiten hatten, so ein bisschen drumherum zu reden, weil wir natürlich die Kabel 1-Filme wollten wir ja auch nicht jetzt in Grund und Boden kloppen. Es ist ja auch ein bisschen so ein Deal zwischen uns gewesen. Aber da waren auch so ein paar Filme dabei, die ich teilweise auch anders in Erinnerung hatte. Also besser. Oder auch ein, zwei, also zum Beispiel Braveheart. Braveheart kann ich jetzt ruhig mal aussprechen. Fand ich beim zweiten Gucken grauenhaft. Ein chauvinistischer, homophober Dreckspatrioten-Kackfilm, ja, mit unfassbarer Gewalt drin und mit einer Freude an detaillierten, also es gab, glaube ich, keine Körperöffnung, wo nicht irgendwann mal ein Schwert drin versenkt worden ist in dem Film. Und es war so, beim zweiten Mal, guck mal, beim ersten Mal habe ich den nur in Erinnerung gehabt, wie die alle ihre Ärsche zeigen bei der Schlacht, Ja, das lustig war. genau. Aber guck dir den zweites Mal an, Ja, kriegt es ist der kriegt ein schwierig. anderes Feeling irgendwie. Schlecht gealtert, könnte man Schlecht sagen. gealtert, genau, der ist gar nicht gut gealtert. Es gab auch Filme, die wunderbar waren, die Ocean's Reihe zum Beispiel, haben wir besprochen, Ocean 11 und so, alle drei Teile klasse zu gucken und so. Also wir hatten auch viel Spaß. Oder auch mal ein paar Filme, die ich gar nicht kannte. Auch mittendrin aber ein schlimmer, ganz frauenfeindlicher Bruce Willis-Film. Das Ein war schon schlimmer, interessant. frauenfeindlicher Bruce Willis-Film. Was war Ja. das? Was war das? Das war Last Boy Scout. Der ist auch. Einer meiner Lieblingsfilme, oh mein Ja, Gott. na Ja, super. Da aber da solltest du muss man nochmal drüber sagen, nachdenken. aber tatsächlich, das ist natürlich auch so, dass die Filme aus einer anderen Zeit sind, das merkt man dann auch ein bisschen Okay, stellenweise. ich hoffe Aber jetzt aber bei den Filmen, die wir dir jetzt aufgetragen haben zum Schauen, ist nicht so, waren jetzt nicht so nein. viele frauenfeindliche oder Sachen Nein. dabei. Nein, Also, aber wir frauenfeindlich war müssen. das. Ich würde sagen, Kick-Ass ist ja eher ein Ich wollte gerade sagen, feministischer Film ein feministischer Film, ein Statement dass Frauen mehr Gewalt ausüben sollen. Genau. Ja, unbedingt. Genau, schon im jungen Genau. Alter. Ja, Nein, genau. aber wir müssen den Leuten vielleicht kurz noch erklären, das erste Mal funktioniert ja so, dass wir uns immer so gegenseitig, die wir jetzt hier teilnehmen, Filme auftragen zu gucken, die wir noch nie gesehen haben. Filme, über die man spricht, die man vielleicht einfach gesehen haben müsste, man aber aus irgendwelchen Gründen noch nicht gesehen hat. Und dann zu berichten, was man erlebt hat beim ersten Mal schauen, weil das erste Mal schauen eines Films ist ja immer was Besonderes. Ganz besonders. Und so auch heute, ich oute mich jetzt mal hier an der Stelle und sage, ich habe als großer Scorsese-Fan tatsächlich einen der beiden Filme, die wir heute besprechen, und zwar King of King of Comedy, Comedy. noch nie gesehen. Und war mein erstes Mal, und ich verstehe nicht warum. Können wir auch gleich nachher drüber reden. Kick-Ass hatte ich schon gesehen, aber den hast du, glaube ich, noch nicht gesehen gehabt, Henny, ne? Ich habe beide noch nicht gesehen, aber Du hast beide noch nicht ich oute mich als riesiger Robert De Niro-Fan und auch als gesehen. großer Jerry Lewis-Bewunderer, dass ich King of Ja. Comedy nicht gesehen habe. Weil ich dachte immer, wenn ich einen Titel gesehen habe, ich habe den schon gesehen. Ich dachte, Ja, hat man ja auch ich hab den auch manchmal, mal stimmt. verwechselt mit dem Film, wo auch Jerry Lewis mitspielt und dieser berühmte englische Komiker, der so in so einem englischen See, so einem Seeort spielt, Brighton oder sowas, irgendwie Ja. allerdings. Wie Wo heißt denn?
Ist das nicht sogar Funny Bones? Funny Bones. Ja, Funny Bones. So, Tobias, genau. Mein Lieblingswort, ja. Eins von den habe ich immer verwechselt. Ich hab die irgendwie immer irgendwie, dachte immer, das wäre King of Comedy, den habe ich ja gesehen. Ja, ja. Bis wir irgendwann, jetzt als dann die Nachricht, euer Vorschläge kamen, ich nochmal sicherheitshalber geguckt habe und gesagt, ach du Scheiße, ein Film von Scorsese mit Robert De Niro und Jay Lewis, ich habe ihn noch nicht gesehen. Warum? Ich als Komiker ist ja eigentlich irgendwie ein Unding. Gut, dass du uns hast, auf jeden Fall. Ganz ja, und genau. Sag mal du, Chris, hast du alle gesehen gehabt? Nein, also das ist ja, wir fangen am besten auch, würde ich sagen, mit King of Comedy an. Und das ist tatsächlich ein Film, der uns alle vereint, weil ich habe den auch noch nie gesehen. Also das heißt, wir haben den alle noch nie vorher gesehen. Wir verbringen jetzt zum allerersten. Aber es gibt ihn. Er existiert. Er ist von 1982, er ist von Martin Scorsese. Und Martin Scorsese hat ihn gemacht nach Raging Bull, also nach Wie ein wilder Stier. Ja. Und es war ein immenser Flop. Es war ein ganz großer Flop, der erst nach langer Zeit sozusagen, also die Kritiker fanden ihn damals schon toll, aber mittlerweile wird er komplett anders gesehen. Wir fangen aber trotzdem mit unserem Gast an, mit dir, lieber Henny, du hast ihn zum ersten Mal gesehen. Hat er dir gefallen? Ja, also ich musste erstmal, also der Film ist optisch alt, ist er gealtert. Ja, das ist jetzt kein so ein Film, der so Zeit, wo man sagt, auch die Bilder sind eigentlich so zeitlos. Ich musste mich ein bisschen an den Look gewöhnen. Nicht jetzt so an die jungen Protagonisten. Also Robert De Niro habe ich fast alle Filme gesehen, glaube ich. Den habe ich in allen Alterslagen schon bewundern dürfen. Das hat mich gar nicht gestört. Hm. Ich musste erstmal so ein bisschen in das Tempo reinkommen. Der hat natürlich ein anderes Erzähltempo als jetzt modernere Filme. Ich kam aber immer besser rein und fand auch die Vertiefung der Figuren wirklich gut gelungen in dem Film. Also das ist wirklich, und das auch für, ich meine, Scorsese arbeitet schon auch, das ist ja nicht so, dass der komplett oberflächlich arbeitet bei seinen Protagonisten, auch bei seinen Mafia-Filmen und so weiter. Aber ich finde, bei dem Film ist es nochmal so spezieller. Also die beiden Hauptfiguren, gespielt von Robert De Niro und Jerry Lewis, sind irgendwie nochmal irgendwie beide tiefer. Und Jerry Lewis Figur finde ich fast, also ich finde beide Figuren faszinierend. Ich fand die von Jerry Lewis, also der den großen Talkshow oder Showstar spielt, der dann letztendlich entführt wird von dem stalkenden Verrückten, fand ich faszinierend, weil Jerry Lewis ja solche Rollen auch gar nicht so viel gespielt hat. Ja. Jerry Lewis hat ja bis in den 70er Reihen, hat er ja immer nur Haum auf die Glocke irgendwie mit Dean Martin und irgendwie und immer mit ganz viel Physical Comedy gearbeitet. Und in dem Film ist er wirklich auch so nachdenklich, auch wenn er dann da entführt worden ist, wie er das auch so handelt und wie er damit umgeht. Und das ist schon sehr schauspielerisch beeindruckend. Ja, es ist vor allem ganz interessant, dass er eingesetzt worden ist von Scorsese in einer Art und Weise, wo man es jetzt nicht erwartet hätte. Weil er, wenn wir jetzt mal das als Duo sehen, ja, das ist ja irgendwo ein Duo, mit dem wir es zu tun haben, ja, den Robert Pupkin von Robert De Niro und Jerry Lewis als dieser Jerry Langford. Und er, Jerry Lewis, eigentlich der König der Slapstick und sowas und auch der Komik, auch der körperlichen Komik, dass der in dieser Konstellation der sogenannte Straight Man ist, also der irgendwie so das Ernste dieser Konstellation dann ist, das war schon spannend, ja. Also er ist ja derjenige, der einfach die Kontenance bewahrt, der eigentlich der ernste Part ist und De Niro versucht natürlich, jetzt in seiner Rolle, der Lustige zu sein. Das fand ich spannend. Ja. War aber nicht erste Wahl, gell? Es war irgendwie Johnny Carson. Martin Scorsese wollte unbedingt Johnny Carson. Und der hat dann aber abgesagt und dann hat er Frank Sinatra, Dean Martin und so. Aber Johnny Carson war wirklich der Einzige, der wirklich realistisch im Gespräch war. Und dann irgendwann haben sie Jerry Lewis halt genommen. Ja, was für Jerry Lewis übrigens ein Glücksgriff war, weil er hatte bis dato davor, hat er erst 10 Jahre Filmpause gemacht. Ja. Und dann hat er irgendwie direkt davor 2 ziemliche Flops gedreht. Irgendwie einer heißt, glaube ich, Alles in Handarbeiten, einer heißt noch Slapstick oder so. Beides Filme, die ihm ziemlich um die Ohren geflogen sind und die auch nicht so erfolgreich waren und die so ein bisschen an seinem Kultstatus genagt haben oder gesägt haben. Und dann kam auf einmal so ein ganz anderer Film mit einem ganz anderen Regisseur, natürlich einem Protagonisten, der schon mit Taxi Driver und sowas schon auf sich aufmerksam gemacht hat, mit Robert De Niro. Und dann war natürlich auf einmal wieder die Bewertung auch eine andere. Also er wurde ganz anders wieder wahrgenommen. Der Film war zwar an der Kasse von allen Scorsese-Filmen der schlechteste, aber in der Kritik und in der gesellschaftlichen oder filmgesellschaftlichen Wahrnehmung war das für Jerry Lewis ein Segen, dieser Film. Ja. Vielleicht sollen wir noch mal ganz kurz die Handlung umreißen, oder? Ja, oder Henny, wie würdest du jemanden denn die Handlung beschreiben, der den Film jetzt gar nicht kennt? Was ist denn das für ein Film? Pass auf, da ist so ein Showmann, ne? So ein Showtyp, ein berühmter Showtyp. Und dann ist da noch einer, der wäre gerne ein berühmter Showtyp. Der wäre gerne ein berühmter Komiker. Der meint auch, dass er der Oberklopper ist, aber keiner merkt es irgendwie. Und dann verschickt er Kassette und Skripts und will da nein in die Sendung, aber alle sagen, nee, das ist nichts. Und dann wird er sauer.
was ich total verstanden habe. So ist, hat ja meine Karriere auch angefangen. Und dann, dann entführt er mit seiner Freundin zusammen dann den Showmaster und dann zwingt er den Sender da aufzutreten. Und es klappt auch. Also das zeigt, also man kann sagen, Entführung lohnt sich. Ja, das ist die Moral des Entführung zahlt sich aus. Weil er kommt nämlich, um das Ding, er kommt ja dann nach diesem Erzwungenen, er kommt ja dann irgendwann noch in den Knast, aber als er aus dem Knast rauskommt, sehen wir ja noch, dass er damit so ein Buch und sowas eine riesen Karriere macht. Also ja. Das ist am Ende aufgegangen. Und das ist jetzt aber mal sehr verknappt, die Geschichte. Es geht wahnsinnig viel um die Darstellung auch des Stalkers, also dieses Typen, der wirklich glaubt, dass er halt eben ein Riesenkomiker ist und der sich auch nicht abwimmeln lässt. Auch diese Szenen, wenn er immer im Warteraum bei den Studios sitzt und da einfach nicht geht und die ganzen Sekretärin schon total, die Vorzimmerdamen alle schon total genervt sind am Empfang und so. Aber der Robert De Niro spielt auch das, wie halt eben ein Groß seiner Rollen, einfach verneigungswürdig. Du könntest ihm ja echt irgendwann in die Fresse hauen. Also der Typ geht einem so auf den Sack, das ist einem richtig peinlich. Und weißt du, genau, wir kommen später dazu. Das erstmal so jetzt. Aber ich finde tatsächlich, das war ein Film, der teilweise unangenehm zu gucken ist, im Sinne von, man schämt sich fremd. Ja. Und das meine ich wirklich positiv fast, ja. Also es ist so eindringlich gespielt von De Niro, dass du dir manchmal, ich musste zwischendurch manchmal anhalten und musste tief durchatmen, weil ich es so unangenehm fand. Und was mir aufgefallen ist, diese krassen Parallelen zu Taxi Driver. Ja. Also letzten Endes ist das ja eigentlich ein Taxi Driver, der in einem anderen Milieu spielt. Ja, oder für Kinder. Es ist wie ein Taxi Driver für Kinder, weil er nicht so brutal ist. Also für Kinder, weiß ich, was du für Kinderfilme gesehen hast. Da scheint auch was schiefgelaufen zu sein. Nein, aber so ich hatte dieses Texas-Kettensägen-Massaker damals mit 4 geguckt und seitdem war ich irgendwie anders drauf. Nein, aber er ist halt, er weiß ja im Grunde, es ist eine ganz ähnliche Geschichte so ein bisschen, aber es ist, ist keine Gewalteruption oder so dabei. Also es ist alles, der ist ja trotzdem ganz lieb. Man merkt ja, er kann ja trotzdem keiner Fliege was zuleide tun. Auch wenn die den kidnappen. Man merkt ja, er ist nicht böse, oder? Also. Nee. Ja, aber ich finde die seine Freundin allein von der Physiognomie sowas von bedrohlich unangenehm. Also vor der hatte ich schon Schiss, wenn sie auf der Straße nur wütend geworden ist. Also die fand ich echt, also die konnte ich auch wehrlich, wenn ich ganz ehrlich bin, ganz schlecht angucken. Also weil ich immer gedacht habe, boah, also wenn ich jetzt mit jemand so konfrontiert wäre, der dauernd mit dem Face auf mich einredet. Also als dann Jerry Lewis dann auch in diese Alufolie da gefesselt ist, da sitzt irgendwie und sie auf den einredet und dann noch einen Striptease macht und was weiß ich irgendwie so. Und das ist so, also wirklich, das fand ich sehr bedrohlich. Also er ist vielleicht in seiner naiven, ich möchte gerne der böse Bub sein, er ist auch mal, aber du merkst immer, das geht gar nicht so richtig, aber sie finde ich schon fies. Ja, sie ist, die muss man auf jeden Fall erwähnen, das ist Sandra Bernhardt. Die ist eigentlich Stand-Up-Komikerin und ich glaube, das war auch ihr Debüt in einem Kinofilm und gerade diese Szene, die du gerade erwähnt hast, wo er gefesselt da sitzt und sie will dann mit ihm schlafen, das ist improvisiert gewesen. Das, also hat Martin Scorsese gesagt, ich habe ein Making-of gesehen, er sagte, das war improvisiert und sie macht das, finde ich, super gut. Also ich nehme ihr das auch total ab, dass sie voll die Meise hat. Sie spielt es auch ernst gemeint. Ja, die spielt auch ganz fantastisch, finde ich. Die wollte das so. Die hat gesagt, das ist Jerry Lewis in Alufolie, das kriege ich so nie wieder. Wenn nicht jetzt, wann dann? Wenn nicht jetzt, genau. Scheiß. Martin, was meinst du, wenn ich ein bisschen improvisiere, Zwinker, Zwinker? Method Acting, genau. Ja, das habe ich übrigens, weil ihr gerade Method Acting sagt, das habe ich gelesen, als er in das Haus kommt von Jerry Lewis, als er mit seiner Freundin sozusagen... Großartige Szene. Mit welcher Selbstsicherheit er da einfach reingeht. Und da hat vorher, haben die gesagt, Robert De Niro hat Jerry Lewis vor dem Dreh sozusagen extremst provoziert. Also ja, hat ihn wirklich immer versucht zu beleidigen und Jerry Lewis konnte damit nicht umgehen, weil er dieses Method Acting gar nicht so kannte. Und dann war der wirklich total angepisst während der Szene. Der Legende also, nach. Alles geschafft. Ja, also, aber sowas will ich immer glauben. Ich will gar nicht, dass jemand kommt und sagt, nee, ich habe das nochmal woanders gelesen, das will ich genauso haben. Genau. Besser gut angelogen als langweilige Wahrheiten. Ja. Was ich aber natürlich auch ganz bemerkenswert finde, ist, dass diese Figur des Rupert Pupkin, wie das dargestellt ist, wie er sich diese Vision da erschafft, dass er der große Comedian ist. Das glaubt er ja wirklich. Das muss man ja auch fairerweise sagen. Das ist ja jetzt nicht irgendwie, dass er das behauptet, sondern der glaubt das wirklich. Hat sich ja dann diese Poster aufgehängt, wo er dieses jubelnde Publikum, dieses lachende Publikum vor sich hat. Hat diese Pappkameraden da, mit denen er dann immer so Talkshow-Auftritte auch nachspielt. Das ist schon... Und wohnt halt bei Mutti zu Hause.
Genau, die immer von Nebenraum schreit, dass er leise sein soll und so. Ja. Das ist auch schon super. Ja, das ist natürlich, also die Figur ist wahnsinnig gut erzählt und unheimlich gut auch wirklich mit diesen Sachen eben auch bestückt. Also das finde ich auch, also diese ganzen, wie der sich das selber zurechtbastelt irgendwie und der vor diesem lachenden Publikum, vor diesem Schwarz-Weiß-Foto da auftritt und so und mit wem er auch so spricht irgendwie, dann fiktive Gespräche, das ist schon sehr, sehr gut, ja. Ja, finde ich auch. Aber ich finde, man kann sich schon, wenn man sich so vorstellt, damals Martin Scorsese, Robert De Niro noch nicht so, also schon berühmt eben durch Taxi Driver, dann Wie ein wilder Stier, aber noch nicht so Legenden vielleicht wie heute, ja. Dann kommt dieser Film ins Kino, auch noch mit Jerry Lewis zusammen. Er ist vom Genre her nicht so greifbar, finde ich ja auch. Ja. Er ist keine richtige Komödie, er ist aber auch kein richtiger Thriller oder sowas, ja. Kann man schon verstehen aus heutiger Sicht, dass der gefloppt ist, oder? Weil man konnte, ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass viele Leute damit gar nicht umgehen konnten, oder? Ich denke mal, dass auch viele überrascht waren, dass Scorsese so einen Film macht. Ja, ja. Also, ja. Die haben wahrscheinlich auch gerade von Scorsese, wie du sagst, man hat von Robert De Niro und Scorsese wahrscheinlich was völlig anderes erwartet. Und dann kommt eben das, diese Mischung aus verschiedenen Filmgenres, die nicht so eindeutig festzulegen ist. Ja? Und dann noch mit einem Jerry Lewis, den man halt eben in all den Jahren davor ganz anders erlebt hat irgendwie. Ja, und der auf einmal auch natürlich auch die Erwartungshaltung nicht erfüllt. Also die man vielleicht der gängige Jerry Lewis-Fan an ihn hatte. Auch wenn man im Nachhinein sagen muss, dass er das toll gemacht hat und dass das sehr, sehr gut zu gucken ist und in seiner Vita bestimmt ein ganz toller Moment auch ist oder sagen wir war oder ein ganz wichtiger Film, weil er eben anders ist als diese ganzen typischen Jerry Lewis-Filme, die wir kennen, die ganzen Comedy-Filme. Aber zu seiner Zeit mit Sicherheit unter den ganzen Faktoren betrachtet irgendwie ein sehr mutiger Film. Ja, ja absolut. Ja, ja. Jetzt im Nachhinein, ja, sag du? Sag du, nee, sag du. Nee, ich wollte nur sagen, im Nachhinein sagt man auch, dass er auch wie stark Pate stand für den Joker, jetzt für diesen Joker-Film. Kennst du den, Henny? Den Joker? Ja. Den Film? War auch direkt meine Assoziation, dass das ja, ja, also das auch, da ist ja auch dieser TV-Host und er hat ja auch dieser, also... Der gespielt wird von Robert De Niro. Der gespielt, genau. Ja, also da schließt sich quasi so ein bisschen ein Kreis. Es gibt also eine Linie eigentlich von Taxi Driver über King of Comedy zu Joker, wenn du so willst. Ja, 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 absolut, absolut. Und wir haben das jetzt hier gerade festgestellt. Wir haben es festgestellt. Wir sind die Ersten. Ich habe ja immer ein bisschen Angst, wenn Stand-Up-Comedians in Filmen dargestellt werden. Weil du zwangsläufig dann irgendwann ja auch mal ein Stand-Up siehst und letzten Endes kann ein Stand-Up in einem Film nur bedingt funktionieren. Also ich glaube, ich könnte jetzt noch nicht mal ein Beispiel nennen, aber es gibt ganz wenig Beispiele, wo in einem Film ein Stand-Up-Comedian vorkommt, der auf einer Bühne ein Stand-Up macht, der wirklich gut ist. Und deswegen habe ich... Kennst du Miss Maisel? Also, ja. Das finde ich jetzt zum Beispiel ein Gegenbeispiel, weil ich gucke, dass die erste Serie, die ich zum zweiten Mal gucke. Ich habe noch nie in meinem Leben eine Serie komplett zum zweiten Mal gesehen. Jetzt kommt gerade die vierte Staffel, deswegen habe ich gesagt, ich gucke mir die ersten drei nochmal an, weil es schon ein bisschen zurückliegt. Und da finde ich die Stand-Ups teilweise bemerkenswert gut. Also richtig. Sogar in der deutschen Synchronisation. Mein Englisch ist leider zu schlecht, um mich daran am Original zu erfreuen. Und ich finde das gut. Da hast du recht, aber es ist eine löbliche Ausnahme, muss man sagen. Ja, das stimmt schon. Ja. Es gibt wenig Filme über Stand-Up, wo man den Stand-Up selbst gut fand irgendwie. Ja. Aber jetzt meine entscheidende, oder nicht die entscheidende, aber eine Frage an dich, Tobi. Wenn, als der den Stand-Up endlich macht in dieser Show, da war ich dachte ja die ganze Zeit, der kann gar nichts. Also ich dachte, der ist so das wirst du auch kennen. Ich habe ja auch schon Leute getroffen. Mich haben hier Leute schon angerufen im Badesalzhaus, die haben gesagt, hier, ich bin der lustige Typ von der Welt hier. Ich habe ein Ding gesagt, ich habe gestern zum Supermarkt, habe ich gesagt, hier, guck mal, die Alte da, die hat ja einen Arsch wie ein Brauereifäter, da hat der Richard so gelacht, da hat er gesagt, du musst auf die Bühne, Walter. So, die kenne ich die kein null Talent, keine Selbstwahrnehmung, wo du sagst, halt einfach das Maul, verpiss dich irgendwie. Aber man sagt's nicht, man würde es ja sagen. Man sagt dann immer, nee, dann probier's mal auf einer offenen Bühne oder sowas. Ja, genau, das ist immer das. Ratschläge, obwohl man weiß, der wird nie, manchmal weiß man das ja auch. Manchmal trifft man da auf jemanden, sagt man, ja, das muss man mal ausprobieren. Aber das, und ich habe gedacht, das wäre so das Level. Und wie hast du das empfunden, als er die Nummer gemacht hat? Darauf wollte ich eigentlich raus, weil das Überraschende war, zum einen war es gar nicht schlecht und zum anderen war das extrem wichtig, weil die Tragik seiner Figur ja rauskam in den Scherzen. Ja. Also es wurde ja klar, dass hier er berichtet von seinem Leben
Und die ganzen schlimmen Aspekte, die er erlebt hat, ja, was er erzählt, was in seiner Familie los war, und es gab Alkohol und er war vernachlässigt und so weiter und so fort, was er als Witz erzählt, dann wird auf einmal klar, warum er so ist, wie er ist. Es war also ganz essentiell, dass wir diesen Stand-up sehen. Ich hatte Schiss, weil ich dachte, oh nee, zeig ihn nicht, lass es irgendwie so im Unausgesprochenen. Aber dann hätten wir ihn doch viel, viel schlechter vermutet. Ja, natürlich. Weil der Stand-up ist ja, das ist jetzt kein überragender, aber es ist jetzt auch kein wirklich beschissen. Es ist gut, dass im Rahmen dieses Films, kann man sagen, hat er sich gut geschlagen, bekommt ja auch den Applaus. Genau. Bekommt ja auch die Würdigung vom Publikum. Und es kommt noch sein Schmerz raus, woher das kommt. Also, und Comedy hat ja immer auch gerade Stand-up was damit zu tun, dass du die eigenen, die Widrigkeiten des eigenen Lebens im Prinzip auch mit auf die Bühne nimmst und die humorvoll im Prinzip dann auch verpackst. Und genau das tut er. Ja, also du erfährst ganz viel in dem Stand-up. Ja. Also, super. Ja, aber auch da wieder Erwartungshaltung. Du denkst, er ist ganz furchtbar schlecht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dann schlägt er sich überraschend gut. Ja, da war ich total verblüfft. Da saß ich vor dem Fernseher und sagte, jetzt hast du mich echt überrascht. Ja. Also, habe ich nicht kommen sehen. Ich dachte jetzt irgendwie, jetzt kommt so ein ganz bitteres Ding, der wird da ausgebuht und dann beschuldigt er doch alle Beteiligten, was weiß ich, der Publikumsbeeinflussung oder sonst was irgendwie so. Und dann macht er aber echt auf einmal, und er kann es auch. Und das war so überraschend irgendwie. Und auf einmal fühlte er sich auch wohl in diesem Ganzen mit dem Publikum und auf dieser Bühne, so als hätte er es wirklich schon oft durchgespielt. Und da war ich echt verblüfft bei dem Film. Ja. Ich habe gedacht, bei dieser Szene, diese Tragik sozusagen, ich habe gedacht, vielleicht hatten die wirklich, oder auch der Autor, der das mal geschrieben hat, vielleicht wirklich das mehr fast als Schlüsselszene ein bisschen für den ganzen Film. Das einfach fast schon mit wieder Hoffnung, dass diese Szene fast diesen Film zum Klassiker macht, was nicht passiert ist. Aber so, dass es irgendwie so wie gedacht war, weil es sich da so leicht dreht, weil du auf einmal den, wie ihr gesagt habt, weil man den dann versteht. Und das hat man ja vorher nicht anders, das hat man irgendwie anders empfunden. Und so. Und das hat aber nicht so hundertprozentig geklappt, habe ich das Gefühl, wie sie das vielleicht, wie die Filmemacher das so gedacht haben, glaube ich. In der Wahrnehmung des Zuschauers, ja. Also. Ja, es ist natürlich auch, wenn ihr dir das alles überlegt, es ist ja eine Abrechnung, die er macht in diesem Standard. Auch mit sich selber, mit dem, was ihm widerfahren ist, ja. Da kommt ja auch noch irgendwie so dieses ganze Trauma auch, dass er da von seinem Lehrer nie ernst genommen worden ist und in der Schule irgendwie sagt, aus dir wird nie was und sowas. Ja. Das kommt ja alles dann zusammen, ja. Und auf einmal ist dir dieser unangenehme Typ, es ist ja keine sympathische Hauptfigur, also das kann man ja nicht sagen, dass er dir über den Verlauf des Films ans Herz wächst. Aber ab dem Punkt entwickelst du schon eine gewisse Sympathie und denkst dir, ja, die arme Sau. Und jetzt hat er es aber geschafft, ja. Und auf einmal siehst du das in einem anderen Licht. Und das finde ich ja immer schön in so einem Film, wenn dann so eine Figur nicht bis zum Ende einfach durchgezogen wird und du weißt, okay, die ist so, Punkt. Sondern dass du als Zuschauer auf einmal überzeugt wirst, nee, vielleicht war das, was du zuerst gedacht hast, doch nicht 100% richtig. Mhm, genau. Henny, was ist denn dein Lieblingsfilm mit Robert De Niro zum Beispiel? Was ist denn so spontan so ein Film, wo du sagst, das ist eigentlich so der beste, den ich mit De Niro je gesehen habe? Also ich stehe halt auf die Mafia-Filme sehr, also der Pate 1 und 2. Ich mochte eigentlich bei den Komödien zwei, auch nur zwei. Eins nicht. Zwei. Eins nee, ist er nicht dabei. Bei eins ist er nicht dabei, genau. Bei eins ist er nicht, entschuldige, genau. Bei 2 und 3 ist er aber dabei. Nee, bei 2 ist er nur dabei, oder? Ja, nur bei 2. Nur bei 2. Okay, dann gibt es ja noch, es war einmal in Amerika, genau, das ist ja dann. Goodfellas ist eher einer meiner absolut, also von den Mafia-Filmen eigentlich mein Lieblings-Mafia-Film. Ich mochte aber zum Beispiel auch, die Filme, wo er den Rein in der Affensache, den ersten zum Beispiel, den mochte ich zum Beispiel auch, da wo er den Mafiosi-Dings und Billy Crystal, den Psychiater. Ich mochte auch was, also ich mag viele, also Robert De Niro hat ein paar komische Komödien gedreht, wo er irgendwie so auf einmal komisch sein wollte, wo ich dachte so, weiß ich nicht genau, aber mein Vater, meine Frau oder meine Frau, ihre Eltern und ich und sowas, das fand ich schon ganz, diese Reihe fand ich trotzdem auch gelungen, da mochte ich ihn auch. Also vor allem die ersten beiden, der dritte ist so ein bisschen, hat ein bisschen nachgelassen. Ja. Und Taxi Driver hat mich damals tatsächlich sehr beeindruckt, weil es halt eben wirklich auch ein ungewöhnlicher Film war zu seiner Zeit irgendwie und auch ein bisschen verstörend war. Und ich habe aber so, wie du gerade schon merkst, oder wie ihr merkt, ich habe keinen klassischen Lieblings-Robert De Niro-Film. Ich habe den so als Gesamtwerk, schätze ich den sehr. Und es ist so einer von den Leuten, wo ich mich immer freue, wenn ich weiß, ich gucke jetzt einen Film mit ihm, bin ich immer erstmal in so einer positiven Grundstimmung. Und dann braucht es auch schon einiges, um die dann zu zerbomben.
Hast du Irishman gesehen auf Netflix? Ja, aber der ist mir zu lang und den fand ich sowas von langatmig und dass ich irgendwie, den habe ich dann am Ende irgendwie über 6 Abende geguckt, so ungefähr, weil es nicht mehr aus, es ging nicht. Und hat ich mir bin auch nicht da so absolut, ich, und es ist eigentlich alles, was mir gefällt, normalerweise, Scorsese, De Niro, Joe Pesci und so, und ich fand Irishman echt anstrengend. Ich auch. Echt also, anstrengend. Es war so ein bisschen wie bei, ich bin ja großer Tarantino-Fan und fand dann irgendwie Hateful Eight, fand ich auch anstrengend, weil es ist so ein ähnliches Phänomen war. Es war etwas, was Scorsese schon ganz oft gemacht hat, so wie Tarantino ganz oft schon diese Western-Thematik bedient hatte und du hattest so das Gefühl, ist auserzählt, hast du schon mal erzählt. Ja, ist ja auch so, ist ja auch der Vorwurf, der den Film mehrfach ereilt hat, ist genau so, das ist alles schon erzählt, du hast alles schon mal gesehen, das wollten die halt nochmal machen, die wollten nochmal, die ganzen alten Jungs wollten nochmal einfach nochmal auf die Kacke hauen und dann irgendwie auch Preise einheimsen und sowas und irgendwie, es ist auch okay, es dürfen die ja auch machen, aber es war nicht nötig. Also dieser Film wird in die, also für mich gefühlt in die ganze Scorsese, Robert De Niro Historie nicht so eindringen, vordringen wie jetzt die Filme, die da schon stehen. Ja, das stimmt. Aber ich finde natürlich immer, also gerade in dieser Anfangszeit, De Niro auch wie Al Pacino, finde ich zum Beispiel, die waren in diesen ersten 15 Jahren oder so ihres Schaffens ganz großartig. Das hat, glaube ich, auch ihre Legende so geprägt oder so die Basis für alles so gegeben, so Taxi Driver, diese auch jetzt eben King of Comedy. Das ist ja ein ganz anderes Schauspiel, ein ganz anderer Typ als wie heißt der, Travis Bickle von Taxi Driver, ja, also als Typ. Es ist ja was komplett anderes, ja. Und dann gibt es ja diese Schauspieler, die spielen eigentlich immer das Gleiche, ja, sozusagen, oder sind immer der gleiche Typ, sozusagen. Aber es war auch eine abgründige Figur. Also das ist, merkst du halt auch, dass De Niro dann natürlich auch da wieder wahrscheinlich spannend fand, dass er hier mit jemandem zu tun hat, der Abgründe hat, übermäßige Leidenschaften hat, Obsessionen und das spielt dann natürlich auch immer toll, solche Rollen. Ja. Habt ihr denn Robert De Niro Lieblingsfilme? So einen, den einen? Mehrere. Heat ist Heat. Absolutes Favorite. Wobei die haben Al Pacino und er haben kaum zusammen gemeinsame Drehzeit gehabt, habe ich mal gelesen. Ja, klar, diese eine Szene halt in diesem Diner ist natürlich großartig und die ist halt auch wirklich, das ist ikonisch, das ist, und das ist halt auch immer noch geil, also die verliert auch nicht. Ich habe gerade letztens wieder Heat geguckt, das ist ein Film, der macht mich glücklich, wenn ich den ab und zu mal einlege oder sowas, der enttäuscht mich nie. Also das ist aber die haben doch später, weißt du, kennst du, Tobias, diesen Film, wo die später mal so einen Polizeifilm auch gemacht haben? Ich glaube, der ist Righteous Kill oder so. Ja, wo die sowas. So ein Duo spielen, so ein Cop-Duo und der ist eigentlich überhaupt nicht gut. Furchtbar. Da haben es voll überreizt, dass die beiden, das ist überhaupt nicht mehr toll, dass du die beiden siehst auf dem... Ja. Schlimm. Aber ich habe hier, weil ich habe hier so ein Buch, man eben bei uns in der Sendung, wir halten immer gerne Dinge auch. Hoch. Super. Filme der 80er. Ja. Und dann habe ich überlegt, weil sind ja nicht alle Filme der 80er von drin. Von Taschen ist das. Von Taschen, ja. Genau, von Taschen. Ja, ich habe von Taschen auch ein Buch, und zwar TV-Serien heißt das. Das gucke ich hier gerade drauf. Und dann, so ist auch, dann ist aber tatsächlich, King of Comedy ist hier tatsächlich drin, ja. Und habe ich mir irgendwie auch gedacht, weil er halt jetzt mit der, was wir ja gesagt haben, mit der Zeit hat er ja doch irgendwie gewonnen. Die Leute wissen ihn heute mehr zu schätzen als früher. Und hier steht in groß, das kann ich deswegen auch so gut lesen dann, auch von Weitem, Scorsese ist seinen frühen Filmen und Motiven treu geblieben. Auch hier geht es um Deformationen, die eine Karriere anrichtet, wenn sie nur zielstrebig genug verfolgt wird. Scorsese zeigt das Showbusiness als Schlachtfeld. Ja. Ist das Showbusiness ein Schlachtfeld? Ihr könnt es doch. Ist, ja, allerdings. Ein Gemetzel. Das ist wie bei Braveheart, sag ich jetzt. Ein einziges Gemetzel. Ja, wie bei Braveheart. Keine Körperöffnung, in die kein Schwert gesteckt wird. Nichts. Genau. Gut, dass ich das jetzt weiß. Okay. Ja. Dann sind wir ja froh, dass wir nicht so berühmt sind bis jetzt mit der Show hier. Aber ihr, sag mal, Henny, was ist denn dein Lieblings-Scorsese-Film? Goodfellas dann?
Ja, Goodfellas, würde ich sagen. Ja, 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 also den liebe ich halt. Den habe ich jetzt auch schon 5-mal gesehen und da, ich bin immer froh, wenn ich den mit irgendjemandem gucken kann, der noch nicht kannte oder so. Oder ja. Das ist immer besonders schön. Und das ist so. Also ich mag generell, also man müsste jetzt mal die ganze Liste, die müssen wir nochmal angucken. Ich glaube einen Großteil der Filme von ihm gesehen. Goodfellas ist tatsächlich in diesem Mafia-Dings sowas irgendwie auch mit dieser Tiefe der elegischen Erzählung und sowas irgendwie, das ist schon irgendwie, was interessant ist, bei Goodfellas spielt eine Frau mit. Habt ihr gesehen die Sopranos? Hast du das geguckt? Sopranos? Ich muss zugeben, ich habe die Sopranos nie gesehen. Olli. Gandolfini und sowas, ich weiß Bescheid, ja, aber ich habe einmal angefangen und die ersten 2 Folgen von Sopranos sind so ein bisschen, lassen sich Zeit. Und dann habe ich so gedacht, ich weiß nicht genau, ob es das ist. Dann hat mein Sohn, den ich wirklich unser Geschmack ist wahnsinnig ähnlich bei Filmen und Serien, der hat dann gesagt, du musst das gucken. Genau wie immer Better Call Saul gesagt hat, das ist eine Serie, die musst du gesehen haben. Ich finde, Papa, du musst das gesehen haben und Sopranos gehört zu den Klassikern. Und dann habe ich stehen irgendwo bei Sky oder sowas, irgendwie steht die komplette Serie, gibt auch eine wunderschöne Box und so. Und dann habe ich das angefangen zu gucken und dann kamst du irgendwann rein und ich habe dann wirklich mich durch diese 7 Staffeln oder wie viel das sind, dann so durchgearbeitet, habe auch mal eine Pause ab und zu gebraucht. Aber das ist schon, das lohnt sich schon. Das ist schon auch unglaublich tiefgehend. Und das Witzige ist, dass da gibt es eine Psychiaterin, wo dann immer der Soprano sitzt irgendwie in sich ausgesetzt und die spielt auch die Ehefrau bei Goodfellas. Und das habe ich, obwohl ich beides gesehen habe, nicht gemerkt. Und da habe ich gedacht, wie gut die das gemacht hat irgendwie, dass ich die überhaupt nicht so als Schauspielerin, sondern dass sie so in den, ich habe beide Rollen, fand ich super, sowohl die Ehefrau von einem von den Jungs bei Goodfellas, als diese wirklich sehr charismatische Psychiaterin, aber ich habe die nicht feststellen, ich habe nicht gemerkt, beim Parallelgucken quasi, dass es dieselbe ist. Der Tobias Lorraine Bracco. Ah, Lorraine Bracco. Ja. Und klasse. Klasse. Aber Sopranos, ich will euch jetzt nicht hier was reinquatschen, aber das kann man schon gut gucken. Also, das glaube ich. Ich habe ja auch zum Beispiel The Wire ewig nicht gesehen gehabt und habe dann irgendwann mal die Box gekauft und habe dann das angefangen, auch so ein bisschen widerwillig fast, weil man sich immer zurückschreckt, wenn du weißt, irgendwie das sind so und so viele Staffeln, so und so viele Folgen, Setzt man sich dem aus, ja. Und fand ich auch spektakulär. Also und deswegen Sopranos steht auf jeden Fall noch auf meiner Liste. Gab's nicht jetzt vor kurzem diese Weitererzählung Saints of New York oder irgendwas? Das ist doch diese Weitererzählung von den Sopranos. Ja, genau. Ganz klar. Die habe ich auch noch nicht gesehen. Ich meine, wenn man mit dem Genre nicht kann oder sowas, Saints of New York. Many Saints, ja. Ja, wenn man mit dem Genre nicht so klarkommt, dann hat es auch keinen Zweck. Also ich habe meine Kinder, also meine beiden, mein Sohn und auch meine ältere Tochter sind Star Wars Fans. Und ich habe dann wirklich, ich habe 3 Anläufe unternommen, Star Wars-Filme zu gucken und ich komme nicht rein. Ich sitze davor, ich schlafe ein. Wir haben, ganz lustig, hier können wir an der Stelle mal erzählen, wir haben mit Christoph Sieber zusammen, der hat auch nie Star Wars gesehen. Der musste den gucken, ne? Er musste den gucken. Und das war ein Gespräch, es war herausfordernd für uns beide, also die wir ja beide sehr große Star Wars-Fans sind. Ich glaube, du hast natürlich das Problem, da kommt jede Menge Nostalgie mit. Ja, man sieht ja die Star Wars-Filme meist in einem gewissen Alter, wo man halt für sowas besonders empfänglich ist. Und wenn du da jetzt heute auf einmal anfängst, Star Wars zu gucken, fällt dir das wirklich schwer. Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Ja, kann ich mir vorstellen. Ja, ich bin halt, wie gesagt, ich bin nicht reingekommen und sowas, aber dann hat es keinen Zweck, genauso wie mit Game of Thrones. Ich habe das ein paar Mal probiert und ich kam ja schon auch, ich bin ja schon bei Herr der Ringe eingeschlafen. Das ist irgendwie so alles so Sachen, die so, scheiß Hobbits, ich habe da überhaupt keinen, den ich gerne mochte. Das ist irgendwie, da haben mich alle genervt. Hashtag scheiß Hobbits. Und deswegen so, dass wenn es dann nicht geht und wenn man keinen Zugang, aber wenn man jetzt generell Mafia-Sachen findet, dann kann man Sopranos, dann finde ich, dann sollte man vielleicht Sopranos gesehen haben. Damit hören wir jetzt aber auf. Genau. Was ich ja auch ganz fantastisch finde, ist von Scorsese und auch wieder mit Robert De Niro, ist natürlich Casino. Casino ist auch ein Film, der ein bisschen polarisiert. Ist das nicht mit Sharon Stone auch? Natürlich, ja. Ja, Sharon Stone, Joe Pesci auch. Ja, genau. Und da kommt alles Tolle wieder zusammen und was dem Film natürlich vorgeworfen wird, ist ja das, was Scorsese dann später gemacht hat, sehr analytisch auch zu beleuchten, wie so ein gewisses Milieu funktioniert. Also es wird ja sehr genau beschrieben, wie diese Casinos da funktionieren und wie der Beschiss da auch vonstatten geht und so. Und wie du sagst, wer da kein Faible für hat,
sich so in so eine Zwischenwelt, auch so eine Halbwelt da anzugucken, wie die funktionieren, der denkt sich, was gucke ich mir da an? Wieso muss ich sehen, in welchem Raum die das Geld zählen und wer da wen bescheißt? Das interessiert mich nicht. Ja? Ich will Handlung sehen und nicht irgendwie. Und das hast du recht, das polarisiert halt. Entweder man mag das oder man braucht es auch gar nicht zu probieren. Ja, aber das ist. Nee, bitte. Nein. Ich wollte nur sagen, das ist, was ich letztens, weil der Martin Reinl, der musste sich auch der Pate und Taxi Driver angucken und da haben wir über Scorsese auch gesprochen, dass der so analytisch ist und dass der so rational ist und dass ihn das aber auch ausmacht, dass er auch nämlich so rational zum Beispiel Morde zeigen kann, dass das auch so schockierend dann teilweise sein kann, weil er alles sehr rational erzählt. Also das macht ihn auch wieder aus, glaube ich. Deswegen ist es auch faszinierend, das wollte ich nur dazu sagen. Also das ist ein, ja, Fluch und Segen sozusagen. Ja. Und im Prinzip bringt uns das eigentlich auch schon zum nächsten Film. Ja, aber ich wollte noch mal ganz kurz sagen, weil ihr mit den Scorsese-Filmen jetzt gerade angefangen habt, Hexenkessel wollte ich noch sagen, der noch vor... Ja! Den wollte ich noch erwähnen, weil Hexenkessel ist auch ein toller Film. Den haben die auch auf die Straße gebracht. Ich habe da auch jetzt gelesen, dass zum Beispiel, das fand ich interessant noch mal bei King of Comedy, um da noch mal kurz den Kreis zu schließen, dass Jerry Lewis gesagt hat, der Darsteller, hatte einen anderen Vornamen. Und Jerry Lewis hat gesagt, nee, ich möchte Jerry, weil die Leute kennen mich ja tatsächlich. Und das heißt, es gibt ganz viele, der läuft ja manchmal so auf der Straße da lang und die Leute rufen Jerry. Ja, genau. Und das ist Jerry Lewis, die meinen Jerry Lewis. Das waren alles keine Schauspieler, das waren alles die Leute, die haben da tatsächlich, waren die auf der Straße. Und das haben die einfach so gefilmt. Und diese Filmerei sozusagen, dieses auf die Straße bringen, das hat ja Scorsese total gut drauf gehabt, gerade in den Anfängen, auch bei Hexenkessel, sehr toll. Also ich finde das ganz toll. Mhm. Das hat sowas Taxi Driver ja auch so. Hm? Das war einfach, Taxi Driver ja eigentlich auch. Ja. So, das wollte ich noch sagen, aber jetzt sind wir auch schon fertig und kommen zum nächsten Film. Ja, aber ganz kurz noch, Tobi, weil du gerade gesagt hast, mit den Erwartungshaltungen oder wenn man mit was nichts anfangen kann, wie bei Casino oder sowas. Und da sind wir natürlich nochmal jetzt bei King of Comedy, weil... man fragt sich natürlich auch, dass der nicht so erfolgreich war. Das ist ja sogar eigentlich nachvollziehbar, weil wer hat sich damals von diesem Film erstmal angesprochen gefühlt? Ja. Also, weißt du, klassische Jerry Lewis-Fans, die vielleicht diesen lustigen, übertriebenen... Der Nutty Professor da, diese genau, Geschichte. Genau, die sind nicht auf ihre Kosten gekommen. Robert De Niro hatte noch nicht die ganz große Fan-Community wie vielleicht heute irgendwie. Und der Film spielt auch noch in einem Genre, das noch lange nicht so populär war, auch wenn Stand-Up sicherlich in Amerika eine längere Geschichte hat, eine deutlich längere als bei uns. Aber trotzdem, auch wenn es diese Shows schon gab, aber... es ist irgendwie wirklich ein mutiger, ambitionierter Film irgendwie, der vielleicht auch wirklich keine größere Chance gehabt hat, als die er bekommen hat. Also das ist eigentlich irgendwie, wie hätte der Film auch kommerziell erfolgreicher werden können? Weißt du, mit den ganzen Einschränkungen von Wahrnehmung, von Erwartungshaltung, von Fan-Klientel, von Möglichem und so weiter. Ich muss ich muss mal kurz meinem Beagle klar machen, dass er die Hülle der Flöte nicht zerlegen darf. Die Höhle der Flöte, das ist aber auch ein toller Titel für eine Serie. Die Höhle der Flöte. Klingt wie so ein anspruchsvoller Pornofilm. Nein, das ist eher so eine Fantasy-Serie. Ist das. Die Höhle der Flöte klingt nach was im Erwachsenenregal ist. Mein lieber Freund. Es ist die Höhle. Die Höhle der Flöte. Es ist tatsächlich nur die Hülle der Flöte. Ja, die Hülle der Flöte. Ja, genau. Das ist die Vorstellung von der Name der Rose. Ja, genau. Ich kann es auch. Ich zeig's euch noch hier. Das hat er gerade. Das hier, das wollte er zerlegen. Ja. Die Hülle der Flöte. Das ist auch ein schönes Wort. Ja, aber. So Sexfilm-Produzenten, die das jetzt sehen, sagen, da haben wir den nächsten Titel. Da ist es doch. Ja. Ja, aber das war jetzt ein schönes Schlusswort, was du auch zu diesem Film gesagt hast, Henny, weil dass er vielleicht nur die Chance, die er wirklich bekommen hat, hat er auch bekommen. Man darf ja auch nicht vergessen, es war ja kein Martin Scorsese hat nicht gesagt, ich will diesen Film machen, sondern das war wirklich hat einer geschrieben und dann wurden ganz viele Regisseure damit erstmal in Verbindung gebracht. Genau. Und dann hat Scorsese das gemacht. So, also deswegen ist wahrscheinlich tatsächlich so und, aber er hat ja jetzt, sonst würden wir auch nicht über ihn sprechen sozusagen, am Ende hat das ja geschafft, der Film. So kann man es ja sagen. Ja. Ja. Gut. Und wir haben ihn heute auch besprochen. Jawohl. Jetzt hat der Film es eh geschafft. Jetzt spätestens. Jetzt. Hat er noch seinen Ritterschlag bekommen. Ja. Ja, dann kommen wir zu einem anderen Film, der ein anderes Genre ist, kann man sagen. Ja, ein bisschen auch ein anderer Film. Kann man bisschen sagen. Anderer Film auch. Und also ich glaube, so weit kann man sich aus dem Fenster lehnen, zu sagen, der ist anders. Ganz anders. Ja.
Und zwar zu Kick-Ass aus dem Jahr 2010 von Matthew Vaughn. Das ist ein ganz, ich finde, das ist ein toller Regisseur. Ich weiß nicht, wie du ihn findest. Du ich finde ihn super. Kingsman auch. Ja, zum Beispiel Der Sternwanderer. Den hast du jetzt zum ersten Mal gesehen, Henny. Den haben wir nämlich schon, also ich habe den schon öfter gesehen. Und ja. So, jetzt musst du sagen. Vielleicht muss man dazu sagen, einfach auch mal, um das gesagt zu haben, dass sowohl Herr Peckham als auch ich schon so diese Comicfilme und sowas und dass wir das schon mögen. Das ist ein Genre, das nicht jeder mag. Das stimmt, sagen. Ich bin total, reich mich ein. Ich bin ein riesiger Marvel-Fan. Ja, ich gucke gerade die auf Disney Plus die komplette Marvel-Superheldenreihe nochmal in der chronologischen Reihenfolge über Iron Man und Thor und Avengers und was weiß ich alles. Also ich kann damit viel anfangen. Ich bin ein riesiger Fan von Guardians of the Galaxy zum Beispiel. Ja, das sind wirklich absolute Favorites von mir. Von daher, und ich bin aber auch Fan zum Beispiel von so einer Serie wie The Boys, irgendwie dieser Superheldenparodie auf Amazon. Und sehr verwandt mit Kick-Ass. Da wollte ich gerade sagen, dieser Film gilt ja tatsächlich auch ein bisschen als Wegbereiter für diesen raueren Umgang mit Superhelden. Also da gibt es wohl, mein Sohn könnte rein, könnte auch eine Doktorarbeit über Superhelden schreiben. Wir haben neulich für Kabel 1, haben wir bei so einer Doku über Superhelden, saßen wir so vor der Kamera, also nicht Greenscreen-mäßig, aber so wird man immer reingeschnitten. Und dann hat die Dame dann irgendwie meinen Sohn zum Thema Superhelden befragt. Ich habe dann irgendwann gar nichts mehr gesagt, was der alles weiß über Zusammenhänge, über chronologische Entwicklung. Es ist unfassbar, wer auch wen und wen warum und auch welcher Regisseur was Dings und was da bewirkt hat und so. Und das ist unfassbar. Und der hat mir auch nochmal erklärt, dass das Kick-Ass tatsächlich auch diese überzogene Gewalt, die mich irgendwann auch am Ende schon angestrengt hat, dass die halt ihren Sinn hatte, weil das so eine Gegenbeströmung bezüglich der ganzen netten Superheldenfilme ausgelöst hat. Also dieser Film war wohl schon richtungsweisend für so ein Genre im Genre, nämlich den raueren Superheldenfilm. Ja, und genau das ist auch tatsächlich, glaube ich, der Fall, dass man sich einfach so ein bisschen auflehnen wollte. Das Spider-Man zum Beispiel war die ersten drei waren ja raus, und war ein großes Ding. Iron Man ist rausgekommen gewesen und Batman, die ersten, die von Christopher Nolan, die ersten zwei waren raus. Und all die haben nicht das getan, was Kick-Ass gemacht hat. Also einfach mal die Geschichte von einer anderen Perspektive anzugehen, ja, und eben dann auch sehr drastisch zu zeigen, was da passieren kann, wenn einer von jetzt auf eben denkt, er wäre ein Superheld oder auf Superheld macht, ja, was das auch tatsächlich körperlich dann bedeutet der Stelle. Ja, das stimmt. Ja, und wieder die Frage an dich, Henny, wie würdest du diesen Film jemanden erklären, der ihn noch nie gesehen hat? Ja, das ist eine gute Frage, das frage ich mich jetzt auch gerade nochmal. Okay. Haut jetzt mal ab, ich bin hier gerade in der Live-Sendung, kannst du das sehen? Schon der Hund drängt sich gerade. Ah, die auf. Hunde. Mhm. Ich habe hier zwei Beagle zwischen den Tischbeinen rumlaufen, egal. Also es ist ja, auf der einen Seite ist es eine Art Parodie auf Superheldenfilme, aber es ist es nicht nur, sondern diese Rolle des Jungen, der dann einfach beschließt, irgendwie, ich bin jetzt Kick-Ass, werde jetzt ein Superheld, ich kaufe mir diesen Anzug und so. Das ist ja erstmal. Ich habe das gar nicht am Anfang als Parodie empfunden, sondern ich habe das eher als wie so eine Tragedy empfunden, nämlich dass so ein Junge dann irgendwie glaubt, wenn er sich diesen Anzug anzieht und wenn er den gewissen Mut dazu entwickelt, dass er dann auch wirklich die Welt retten kann irgendwie. Dass das dann über einen ganzen Umweg tatsächlich irgendwie anders funktioniert, also als er sich das vorgestellt hat, aber trotzdem er was bewegt, das ist ja erstmal nicht absehbar. Erstmal kriegt er nur tierisch auf die Fresse, wenn er da irgendwo eingreift. Ja, was ja total überraschend ist, dass einer sich so einen Anzug anzieht, sich dann dahinstellt, so, und dann wird er einmal vermöbelt. Ja, das ist ja was, mit dem du erstmal nicht rechnest. Ja, noch schlimmer, wird ja wirklich schwer verletzt. Ja, das ist ja das Schlimme eigentlich dabei, sogar am Anfang. Ja, ja. Und gleichzeitig ist es natürlich auch das, was wahrscheinlich erstmal alle völlig irritiert hat, weil wir ja nur Typen in Superheldenkostümen kennen, die immer die Winner sind.
Also die, vielleicht klappt mal was kurz nicht, aber bei Iron Man letztendlich, wenn er dann durch die Gegend brettert irgendwie und sich egal mit wem angelegt hat in allen drei Teilen, dann hat er am Ende trotzdem immer irgendwie gewonnen und Superman und wie die alle heißen irgendwie und auch bei, und das kennt man, das kannte man wahrscheinlich auch so, also diese Bilder kannte man gar nicht, dass ein Superheld erstmal von so zwei Autoknackern verdroschen wird irgendwie. Ja. Und das war schon ungewohnt und dann kriegt der Film natürlich nochmal eine andere Wendung, wenn dann halt eben diese beiden, wenn Nicolas Cage und seine Tochter da ins Spiel kommen und wir auf einmal irgendwie tatsächlich so ein bisschen so, gerade das Mädchen, eigentlich beide, so ein bisschen wie Superhelden wahrnehmen, auch wenn es letztendlich ja immer unter Waffengewalt ist. Also die haben ja keine Superkräfte, sondern die können nur unheimlich gut ballern, unheimlich gut irgendwas in die Luft sprengen. Ich bin immer noch, ich habe den geguckt und ich hab auch so eine komische Gefühlsentwicklung gehabt in dem Film. Am Anfang mochte ich den total und dann hinten beim... Wenn das am Ende so eskaliert, also wenn die wirklich auch wirklich auf, nur noch auf die Karte Gewalt setzen, indem das Mädchen halt dann da alle Gangster eliminiert und alles platt macht, war mir das teilweise, ich bin jetzt gar nicht so super zimperlich, aber es war mir dann irgendwann, ich habe mit diesen Gewaltorgien schon immer ein Problem. Das ist ganz komisch, ich glotze da irgendwann drauf und irgendwie mag ich es nicht und dann aus dem Reflex raus finde ich es langweilig. Das ist ganz komisch zu erklären, aber das klingt jetzt so zynisch, als würde mich Gewalt langweilen, das meine ich aber nicht so, sondern ich glaube, ich schalte da irgendwie runter, um das nicht so an mich ranzulassen. Und dementsprechend, ich bin jetzt nicht so, dass ich geklatscht habe, als der Film rum war, oder dass ich jetzt irgendwie ausgeflippt bin, aber ich habe dann erstmal drüber nachgedacht, was hat der für eine Bedeutung gehabt, was wollten die, warum sind die Superhelden auch im Kontext, oder warum sind die Figuren im Kontext Superhelden so brutal, warum ist das überhaupt so viel brutaler als irgendein anderer Superheldenfilm, den man bis dato gesehen hat irgendwie. Und das ist natürlich auch in einer gewissen Weise ein satirischer Umgang mit dem Thema. Dann habe ich aber jetzt auch mal so ein paar Kritiken gelesen, weil mich das mal interessiert hat, wie andere Leute das so sehen. Und da gibt es ja dann immer, wenn du mal so recherchierst, findest du ja zum Beispiel immer das berühmte Lexikon des internationalen Films, die sind total spießig und total spießig. Also ich bin selten einig mit dem Lexikon. Die sind auch immer beleidigt irgendwie so. Und irgendwie so alles, was so... Schmutz der übelsten Sorte und sowas. So ganz vertrocknete Arschgeig sind, dass sie das gemacht haben, glaube ich auch. Aber das hat mich ja nicht interessiert, aber da hat so ein Typ geschrieben, einer hat geschrieben, ja, dass das zum Beispiel, dass, er sagt, ich weiß schon, das ist Satire und ich weiß auch, was Satire ist, aber Satire auf was, hat er dann gesagt, so, also der hat zum Beispiel dann das in Frage gestellt, dass das funktioniert oder so, also die Satire-Frage in Frage gestellt, oder Spiegel Online hatte dann irgendwie auch geschrieben, dass der Film die erste halbe Stunde ganz stark ist und dann hinten irgendwie sich so selber irgendwie abschießt durch dieses riesige Gewaltorgie irgendwie und dass er dann auch jegliches Augenzwinkern verliert und die Ironie und so. Und das hat so ein bisschen, ich will mich jetzt nicht auf so eine Kritik dranhängen, aber mich hat der Film gegen Ende so ein bisschen verloren, weil mir das auch einfach zu martialisch war und irgendwie und ich auch irgendwann keine Freude mehr hatte daran, dass das Mädchen jetzt nur, weil es ein kleines Mädchen ist, irgendwie alle wegsemmelt da irgendwie. Also ja, das war jetzt so ein bisschen so eine Achterbahnfahrt. Aber eins steht auch fest, ich habe ihn mit großer Aufmerksamkeit geguckt. Also ich habe ihn jetzt, er hat mich nicht verloren. Also dass ich jetzt irgendwann so gesagt habe, oh Gott, jetzt gucke ich noch dem Chris und Tobi zuliebe, gucke ich den Scheiß noch zu Ende, aber kann ja schon mal gucken, was auf meinem Handy noch so abgeht. Ich kann das verstehen. Also ich kann das ein Stück, ich glaube auch, dass es bei dem Film darum ging, Tabus zu brechen. Mhm. Das glaube ich schon, gerade so in dieser Konstellation mit Nicolas Cage und der kleinen Chloe, wie heißt sie? Chloe Moretz. Moretz, genau. Und um nochmal eine kleine Klammer zu öffnen, es ist ein gutes Beispiel von dem alten Spruch $2, ein Gedanke. Es gab im Jahr 2010 einen Film von James Gunn, der wiederum Guardians of the Galaxy ja dann später gemacht hat, der hieß Super. Und dieser Film hat eigentlich eine ganz, ganz ähnliches Setup. Da geht es auch im Prinzip um jemanden, der eigentlich nichts kann und einen auf Superheld macht und auch ultra brutal. Also diese Brutalität, ich glaube, das war auch eine Antwort darauf, dass ansonsten in diesen Superheldenfilmen die Gewalt, die dargestellt wird, konsequenzlos ist. Also das hast du ja oft, wenn Iron Man sich kloppt oder was, ja, fügen die sich ja eigentlich Schläge zu, die zu ganz schlimmen Verletzungen führen müssten. Das wiederum siehst du aber nicht. Und die haben sich gedacht, weißt du was, wir machen das in dem Film jetzt so, wenn sich da welche auf die Mütze geben und miteinander kämpfen, kann es dann zur Not eben auch mal tödlich ausgehen. Ja?
Und das haben sie halt dann gegen Ende hin tatsächlich überreizt. Und dann nimmt sich der Film vielleicht auch ein bisschen zu ernst am Ende als Film und verliert dann die parodistische, satirische Ebene. Und vielleicht ist es das, was dich dann auch gestört hat am Ende. Ja, das würde ich genauso, das würde ich unterschreiben. Ich glaube, dass das gegen Ende war mir das auf einmal genau eine Spur zu ernst. Es hat die Ironie verloren. Und das zugunsten von einer unheimlichen Gewaltorgie, die, klar, jetzt kann man immer noch sagen, da gibt es ja viele Diskussionen. Ich habe mit meinem Bruder intensive Diskussionen gehabt über die ironische Darstellung von Gewalt. Ich zum Beispiel bin großer Fargo-Fan gewesen, gerade von der ersten Staffel von Coen-Brüdern. Und meinem Bruder habe ich das geschenkt und dann hat er mich ganz empört angerufen und gefragt, warum ich ihm so eine Gewaltscheiße schicke. Okay. Mit der Baustelle habe ich gar nicht gerechnet, aber ich fand es dann trotzdem auch spannend, weil ich dann gedacht habe, wow, guck mal an, wie unterschiedlich wir das sehen, weißt du, wir feiern den fiesen Bösewicht und was weiß ich und das ganze Ding irgendwie und diese Ironie, so wie bei No Country for Old Men auch den Bösewicht ja auch alle gefeiert haben, die da Zugang hatten, aber wenn man das nicht mag, dann findet man den vielleicht einfach nur widerlich. Und da würde ich ihm Kick-Ass empfehlen. Mein Bruder, oh, ja. Schenke ich zu Weihnachten, 1 und 2. Genau, einfach mal so. Jeez. Sag, probier's nochmal, Stefan. Ja. Genau. Ja gut, aber da hat natürlich jeder ein anderes Level von Akzeptanz. Ja, aber ich wollte dir nur sagen, Tobi, ich wollte nur sagen, das ist jetzt natürlich, man könnte jetzt auch sagen, dass hinten diese Gewaltorgie, wenn die da alle abballert und wenn die dann im Dunkeln irgendwie mit irgendwelchen optischen Signalen die in die falsche Richtung schießen lässt und dann die ablenkt und dann umbringt und so, das könnte man natürlich jetzt auch sagen, hey, auch das kleine Mädchen, das die ganzen riesigen Watze da irgendwie beseitigt, irgendwie die ganzen Bösen und sowas, das kann man ja auch so wie man es ja auch bei Kill Bill oder sowas ja auch, da gibt es ja auch Leute, die sagen, das ist einfach brutal und andere Leute sagen, nein, das ist total lustig irgendwie, teilweise die Gewalt im Kill Bill. Also da gibt es ja wirklich auch unterschiedliche Wahrnehmungen und Interpretationen, aber ich, mir persönlich war es, also mir ist das Augenzwinkern so ein bisschen abhanden gekommen. Ich meine jetzt vom, also wenn wir jetzt so kurz mal so philosophisch werden und sagen, ja gut, wenn es um, ja, wenn es, du hast schon dafür sind wir gewartet. Hier, dafür sind wir hier. Das ist endlich. Genau. Endlich. Die ganze Zeit ist geschwafelt, aber jetzt wird es endlich wird's philosophisch. Gott sei Dank. Ja, gerne. Einfach, wenn man sich, also wenn man generell überlegt, okay, Gewalt, ja, wenn, also es gibt ja auch Leute, die sagen, ja gut, wenn man Gewalt, oder es gab ja auch schon Regisseure in der Vergangenheit, die haben gesagt, na, wenn ich Gewalt darstelle, dann möchte ich sie auch so darstellen, wie sie tatsächlich passiert, im Echten passieren kann. Also so, das Ende von Kick-Ass wahrscheinlich kann nicht im Echten passieren in dem Sinne, aber wenn es generell um ein überspitztes Zeigen von Gewalt geht, ja, dann ist doch eigentlich die Frage, wie soll man das denn, was soll man da machen? Ist eigentlich nicht vielleicht so wie früher das A-Team oder so, wo alle geschossen haben und die Bösen sind immer weggesprungen und da ist nichts passiert, außer dass die Autos explodiert sind. Das haben ja auch ganz viele kritisiert, sowas. Also wie soll man Gewalt halt darstellen, ist ja die Frage. Oder soll man sie eigentlich gar nicht darstellen? Das wäre die andere Frage. Ja. Ja, aber das ist ja zum Beispiel jetzt auch eine Frage der wie detailliert du was darstellst. Irgendwie nehmen wir jetzt mal ein Beispiel aus der deutschen Fernsehgegenwart, der Pass. Da habe ich jetzt gerade die zweite Staffel gesehen und die erste eben auch. Und da wird die Gewalt, die sind wirklich, also vor allem die erste Staffel ist echt beeindruckend. Sie ist auch scheiß spannend und sie erzeugt bei dir viel ungutes Gefühl, ohne dass die Gewalt zu detailliert gezeigt wird. Dann gibt es andere Filme über Serienmörder, da wird die Gewalt mega detailliert gezeigt. Ich finde, das persönlich braucht es nicht, um Angst vor dem Typen zu haben oder Unwohlsein zu verspüren. Das ist auch ein bisschen so, welches Level hat jeder. Also ich finde, bei der Darstellung von Gewalt gibt es schon einen großen Spielraum. Du kannst es andeuten und dann überlässt du das der Fantasie des Zuschauers und hörst vielleicht noch irgendwas. Oder du zeigst es halt minutiös irgendwie, wie Eingeweide tranchiert werden. Ja, ich meine zum Beispiel, weißt du, sagen wir mal, du hast einen Antikriegsfilm, ja? Und du setzt das neben einen John Wayne. John Wayne hat mal so einen schlimmen Vietnam-Film gemacht, wo die ganzen Vietnamesen ganz böse da schlimm dargestellt werden, weil gar nicht rassistisch. Ja, ja, genau. So. Und wenn du jetzt aber einen Antikriegsfilm daneben stellst, der das wirklich zeigt, wie die Eingeweide da sind, dann macht das ja was ganz anderes mit dir. Da sagst du ja eher dann, oh, das ist, also ja, so. Aber Chris, aber das ist doch ein Unterschied, ob wir von einem Kriegsfilm reden, einem Antikriegsfilm, der uns einfach nochmal auf eine ganz demaskierende, fiese Art und Weise das zeigen soll, wie schlimm das eigentlich auch ist.
Das ist auch nochmal ein ganz anderer pädagogischer Effekt, jetzt mal hart gesagt, den das dann hat oder was das mit uns macht, als wenn ich jetzt Gewalt von einem Serienmörder sehe. Das ist dann, wenn da die Filmemacher ihren Spaß dran haben, ist das trotzdem ein anderes Ding. Also da muss mir jetzt keiner sagen, ja, ich habe ja das gezeigt, wie der Serienmörder das Herz rausgeschnitten hat und den Streifen geschnitten hat, damit man mal sieht, wie schlimm das ist, wenn man Serienmörder ist. Das kann ich mir auch so vorstellen. Nee, aber im Kontext jetzt von zum Beispiel eben Kick-Ass, dass man sagt, okay, wir wollen einen Superheldenfilm machen und da werden einfach alle niedergemetzelt, so, weil normalerweise, wenn die gegen die Bösen kämpfen würden, würde das ja auch so passieren und du würdest es nicht im Hintergrund sehen, wie Iron Man schießt und da fallen welche um. Sondern Chris, sag doch einfach, dass es dir total gefällt, diese Art. Ich mag den total gerne. Ja, ich auch. Rum. Aber diese intellektuelle Verklausulierung sag doch einfach, ich bin geil auf richtig blutrünstige Gemetzel, ja, steh drauf. Aber da bin ich hier nicht der Schlimmste, das ist eigentlich der Tobias, schlimmer als ich. Ja, ich bin ja... Als Horrorfilm-Fan bin ich natürlich da schon jetzt nicht abgeneigt, wenn es auch mal ein bisschen härter zur Sache geht. Ich muss nur eins sagen, du hast natürlich recht, es ist eine sehr subjektive Empfindung, wie weit geht man damit. Ich interpretiere die Gewalt bei Kickers ein bisschen so, das klingt jetzt ein bisschen komisch, wie damals bei Bud Spencer und Terence Hill, wenn sie sich auf die Mütze gegeben haben, mit anderen Mitteln. Also für mich ist das keine ernsthafte Gewalt, sondern das geht so ins Slapstick rein. Es ist so übertrieben, dass ich das irgendwie amüsiert zur Kenntnis nehmen kann, was vielleicht den einen oder anderen, der das ganz schlimm findet, verstört und fragt, wie ist der drauf, dass der sowas... habe ich irgendjemandem erzählt, worum es in Kill Bill geht und habe das dann beschrieben und so, auch so gelacht zwischendurch und dann haut die da und so. Und ich habe gemerkt, wie der immer mehr so dachte, um Gottes Willen. War es mein Bruder? Nein, ich glaube nicht. Aber das wirkt schon verstörend, wenn man sowas amüsant findet. Und das ist nochmal eine andere Art. Also deswegen, das fand ich so ins Slapstick-mäßige. Ich weiß, was du meinst mit dem Kriegsfilm. Also wenn du zeigen willst, wie schlimm Gewalt ist, das ist eine ganz andere Art von Gewalt, die dich anders trifft, weil sie oft auch realistischer dargestellt ist. Und dann gibt es so die Filme, die so ein bisschen Gewalt um der Gewalt willen zeigen. Aktuelles Beispiel ist die neue Version von Texas Chainsaw Massacre, was ich jetzt geguckt habe auf Netflix, diese Neuverfilmung, wo es wirklich nur darum geht zu zeigen, wie jemandem mit dem Vorschlaghammer der Kopf eingetrümmert wird. Also das hat weder irgendwelche Slapstick-Qualitäten noch sonst irgendwas, das ist einfach nur, wir sind ein krasser Film. Und das finde ich zum Beispiel tatsächlich dann langweilig. Also wenn einer einen Film nur macht, um Gewalt in Szene zu setzen und zu zeigen, wir hauen einen Gummikorb kaputt, dann ist mir das auch zu wenig, nur damit mir hinterher sagen kann, voll gewalttätig, voll blutrünstig der Film. Das ist so diese dritte Art von Gewalt, die ich dann auch irgendwo blöde finde. Ja, aber ich meine einfach, jetzt der Anfang von Kicker ist, wenn er dieses, der wird ja mit einem Messer, glaube ich, kriegt ein Messer in den Bauch so. Das finde ich halt schon, das finde ich nicht cool oder so. Sondern das hat aber Gründe der Dramaturgie, weil einfach von Anfang an klar gemacht wird, hier geht's um was. Hier wird dir klar gemacht als Zuschauer, hör mal zu, Freund, hier kann durchaus den agierenden Personen auch was passieren. Also das ist hier kein sicherer Raum, wo am Ende alle Happy End und alle kommen hier lustig lachend raus, sondern du zeigst da in der Handlung, es geht um was. Das kann ja auch der Sinn und Zweck von einer Gewaltspitze sein, dass du dem Zuschauer klar machst, hör mal zu, keiner ist sicher, es kann was passieren. Das erhöht dann natürlich irgendwo die Spannung. Dann hat es dramaturgische Gründe. Aber die Gewalt am Anfang dieser Szene, wo der das Messer abkriegt und der Gewalt gegen Ende, wenn diese Orgie... Ist anders, Das sind zwei andere, das sind zwei unterschiedliche Darstellungen und zwei unterschiedliche Arten von Gewalt. Ja, aber da denke ich halt wiederum, ich meine, das ist so, Chloe Moretz, die ja schon, die ist ja wirklich Kinderdarstellerin irgendwie die ganze Zeit gewesen, aber ich habe sie... Von Kindheit an, aber ich habe sie da erst wahrgenommen und alle Studios haben das so, auch der Legende nach, abgelehnt, weil die gesagt haben, mach aus diesem Hit-Girl, so heißt sie als Charaktername, mach eine 19-Jährige aus Hit-Girl, dann finanzieren wir das. Ja, also zu Matthew Vaughn, zu dem Regisseur. Und der hat es dann abgelehnt. Der hat es ja dann selbst produziert. Der hat irgendwie Spenden oder was auch immer, keine Ahnung. Hat er nicht das Studio gegründet, Marv? Ja, das hat er dann als auch. Als Antwort auf Marvel? Ich aber nicht, weil. Also Marv heißen die nur. Ja, Marv. Und dann hat er den Film zu Universal verkauft, dann als er schon gemacht war. Aber alle waren gegen diese Figur Hit-Girl und witzigerweise hatte man das vorher auch noch nicht so gesehen. Es hat schon was in einem ausgelöst, dass dieses kleine Mädchen auf einmal da rumballert und das war schon, und sie selber
kommt ja auch aus einem sehr christlichen Elternhaus und so. Also es war sowieso alles so ein bisschen merkwürdig, ja. Und es hat aber damals irgendwie was mit den Leuten trotzdem gemacht. Und ich will nur sagen, am Ende, wenn diese Gewalteruption kommt, die dir jetzt nicht so gefallen hat, denke ich aber trotzdem dramaturgisch sozusagen, der Film hat ja irgendwann einen Tiefgang, nämlich eigentlich auch als ihr Vater verbrannt wird, Nicolas Cage stirbt, das ist ja eigentlich dieser Tiefgang. Und dann ist die Frage, was hätte danach folgen sollen? Weil irgendwie, du, je nachdem natürlich auch vielleicht, was du für ein Seher bist oder so, aber du willst ja so ein bisschen auch eine Katharsis. Ja, so die Genugtuung haben, dass die jetzt noch irgendwas machen, dass die nicht verlieren eigentlich. Ja? Weil sonst wäre es wieder ja ein ganz anderer Film eigentlich. Ja? Wäre doch gut gewesen, wenn dann Charles Bronson kommt. Ja, und rot sieht wieder mal. Genau. Es sieht wieder mal rot. Hör mal doch auf. Nein, ich weiß, was du, Chris, jetzt ohne Scheiß, ich weiß, was du meinst. Es ist ja auch nicht so, dass ich jetzt eine komplett durchgehend ablehnende Haltung diesem Film oder seinem Finale habe, dass ich mich jetzt so verweigert habe. Es war mir nur ein Ticken zu exzessiv. Ich weiß schon, was du meinst, dass sie natürlich ausflippt in dem Moment, wo ihr Vater dann umgebracht worden ist von denen letztendlich irgendwie. Aber auch da sind wir wieder an der Frage der Darstellung und sowas. Mir war es am Ende irgendwie ein paar geplatzte Schädel oder paar Sachen zu viel. Du meinst, merkst natürlich auch, dass sie dann ein bisschen Spaß dran hatten. Was können wir jetzt noch machen? Ja. Wie krass können wir noch werden? Ja, was kann Hitgirl denen noch antun? Ja. Ja, genau. Und auch natürlich auch, wie gesagt, auch immer im Hintergrund, das sollten wir nicht vergessen, auch ich darf das nicht vergessen bei dieser Kritik jetzt, dass dieser Film ja auch ein Statement ist gegen diese etwas glatteren Superheldenfilme, die halt immer am Ende eigentlich, wo immer die Guten gewinnen. Das ist ja eigentlich bei jedem Marvel-Film. Die Marvel-Filme haben schon insgesamt eine gute Intention. Die werden ja auch dafür gelobt, dass das ja auch teilweise auch sehr humanistisch kluge und gute Ansätze hat und nicht nur einfach so eine doofe Verherrlichung, sondern die haben ja auch ganz viel so, gibt es ja richtige Abhandlungen über die Auswirkungen auf das soziale Denken und was weiß ich, was man da alles interpretiert und so. Ich will das auch nicht in Abrede stellen, aber natürlich enden sie immer fast immer freundlich. Also ich weiß wohl, dass es ein, ich bin bei Avengers noch nicht beim Finale. Ich habe schon gehört, mir ist schon zu Ohren gekommen, dass da nicht mehr alle heil rauskommen. Ja, aber Spoiler das, nicht. Spoiler. Ja, ich will nicht spoilern und ich weiß nicht, aber in der langen Chronologie dieser Filme gibt es sehr viele gerade glatte Siege. Ach, das heißt, du hast jetzt diese ganzen Marvel-Filme tatsächlich auch zum ersten Mal in der Reihe? Also nee, teilweise habe ich es. Ich habe Guardians of the Galaxy hatte ich schon, ich hatte so, einen Iron Man schon gesehen. Ich hatte die Spider-Man-Filme sind übrigens bei Disney Plus gar nicht, die stehen gar nicht da. Die habe ich aber alle gesehen. Ja, das also ist alle, bei Sony immer noch die rechte. Genau, die habe ich mit allen drei Spider-Man gesehen, nur den ganz neuen noch nicht, also der jetzt im Kino lief. Oh, der ist so gut. Ja, das sagen alle. Mein Sohn sagt, das Kino hätte mittendrin immer wieder applaudiert, das hat er lange nicht mehr erlebt irgendwie. Auf jeden Fall. Aber diese Avengers-Filme sozusagen, dieses Endfinale, genau. Das hast du noch nicht gesehen. Nee, den allerletzten habe ich nicht. Den davor habe ich doch, den habe ich schon gesehen. Toll, und ich, wär ich gern dabei. Da wären wir gerne auch nochmal. Ja. Ja, das kommt noch, genau. Und deswegen. Also ich habe wirklich ein großes Faible dafür. Ich mag diesen Film, ich will deswegen, aber natürlich, klar, es siegen fast immer die Guten und dieser Film hatte irgendwie, am Ende siegen da zwar auch die Guten, aber auf eine ganz andere und viel unkonventionellere Art und Weise, nämlich nicht mit Hilfe von Superkräften, sondern mit Hilfe von wahnsinnig viel Waffengewalt und sonst was, was ja auch irgendwie ein Seitenhieb auf diese Filme auch ist. Ja. Wenn man das dann noch die Firma noch Marv nennt und was weiß ich, genau. Dann ist der, ja, da muss man schon nicht blöd, komplett bescheuert sein, irgendwie, um das mitzukriegen. Was ich natürlich sagen muss, der Film ist natürlich, eigentlich steht er so für sich und eine Fortsetzung ist ein Fehler. Das ist das, was ich damals schon irgendwie empfunden habe, als ich den ersten Teil gesehen habe. Mir war klar, es kommt eine Fortsetzung. Aber was soll eine Fortsetzung machen? Außer ähnlich das nochmal zu erzählen, wie das, was sie schon gemacht haben. Stilistisch, inhaltlich und so weiter und so fort. Und genau so war's. Also Chris, ich weiß nicht, du hast wahrscheinlich Kick-Ass 2 auch gesehen, ne? Ja, ja. Ich fand den schwach. Ja, ja, ich auch. Ja? Ja. Und weil einfach auch nicht, es ist so ein bisschen wie bei Kingsman, da ist es ein bisschen besser, da ist der zweite nicht so schlecht, der ist eigentlich ganz nett anzuschauen, es war auch more of the same. Ist der mit Nicole Kidman? Spielt der Nicole Kidman mit bei Kingsman? Nee, im zweiten, also Kingsman, hast du Kingsman? Elton John spielt da. Ja, Henny, hast du Kingsman mal gesehen mit Colin Firth? Ja, habe ich gesehen. Und genau, und der zweite Teil ist mit Julianne Moore.
Ja, genau, die hat, den Hamburger Laden. Genau, den Hamburger Laden. Ja, genau, genau. Entschuldige, genau, nicht genau. Ja, das ist ja der gleiche Regisseur, ja. Und ja, genau. Der ist nicht schlecht, nee, aber es ist auch so ein bisschen das gleiche wie der erste. Das heißt also, der Matthew Vaughn hat immer so eine Vision, die ist gut für einen Film. Und wenn er es dann versucht, so eine Fortsetzung auszuwälzen, wiederholt sich dann so ein bisschen. Ja, dann erwartest du auch ein bisschen, wo kommt jetzt die nächste Gewaltspirale, wo sieht man nochmal irgendwie, wie einer durch die Gegend flippt und 16 Leute irgendwie erledigt. Und das war bei Kick-Ass 2 ähnlich, dass ich da so das Gefühl hatte, ja, es ist ein bisschen auserzählt, hätte es besser bei einem Teil belassen. Ja. Aber gut, ja, ich müsste ihn nochmal gucken. Habe ich schon mal einen erspart jetzt, den ja. Will ich mir nämlich eigentlich noch angucken. Ja, also ich meine, der zweite Teil ist ja mit Jim Carrey. Ich habe auch gelesen, dass Jim Carrey sich dann im Nachhinein hat er sich auch von dem Film distanziert, weil es gab weil irgendwie, er so brutal ist, ja. Ja, es gab irgendwie einen Amoklauf irgendwie zwischen Dreharbeiten und Premiere und dann hat er gesagt, ich habe jetzt eine andere Sichtweise da drauf und ich distanziere mich. Der ist aber auch im Film nicht lange drin, 7 Minuten oder so, ja, glaube ich. Ja. Also deswegen, und der ist relativ schwach. Man muss auch sagen, Hit Girl oder diese Idee von diesem kleinen Mädchen, die da rumrennen und die Leute erschießt, mal ganz egal, wie man es jetzt findet. Chloe Moretz ist im zweiten Teil einfach auch schon ein bisschen zu alt dafür dann. Das kommt dann, das ist anders. Das kommt nicht mehr so. Die Fallhöhe ist nicht mehr so da. Ja, ist nicht mehr so, ist dann ganz normale Protagonisten oder so. Henny, wenn du ein Superheld wärst, wer wärst du dann im Marvel-Universum? Als Ant-Man. Was siehst du dich? Ant-Man. Oh, gut. Gute Wahl. Ant-Man. Ja. Gute Wahl. Der Tobias ist ja Spider-Man. Ja, ich liebe Spider-Man mein Leben lang. Ich habe auch alle drei Teile. Also ich fand auch alle Spider-Man irgendwie auch gut. Also ich habe jetzt keinen, den ich so richtig scheiße fand, also von den Darstellern und sowas. Aber Ant-Man tatsächlich, als ich den gesehen habe, war ich irgendwie nochmal anders geflasht irgendwie. Und den habe ich jetzt gerade jetzt eben nochmal geguckt und gucke jetzt in Bälde den zweiten Ant-Man-Film, der da auch schon steht. Und fand ich halt wo ich dachte, ja, das so ganz klein und dann irgendwie irgendwo die Schlüssellöcher fliegen oder sonst was irgendwie, das würde ich mir eher zutrauen. Ja, und beziehungsweise, um es mal zu spoilern, ich weiß nicht, ob du schon gesehen hast, auch ganz groß dann. Ja, genau. Ja, also bei Civil War. Ja, ja. Dann später. Ja, ja. Okay. Okay. Und was bist du eigentlich, Chris? Über dich haben wir noch nie gesprochen. Was wärst du denn für ein Batman, würde ich so, oder? Ja, aber das ist ja nicht Marvel, Tobias. Ich weiß nicht, ob du es willst. Wusstest, willst du Marvel? Super. Ach, das ist eine Frechheit. Natürlich weiß ich das, aber wir haben ja so eine kurze über Superhelden gesprochen. Nein, wer wärst du, Chris? Im Marvel oder im Dings? Im ist generell? Mir egal, Superheld, generell. Ja, weiß ich nicht. Müsst ihr sagen. Wie komme ich denn rüber? Ja, du bist Tobi, schon sowieso Bruce. Tobi, kennst du noch Wastel? Wen? Was? Ach, das ist aber die Mütze, oder was? Aus den Fix und Foxy. Stimmt. Wer ist denn das? Der hatte so ein scheiß Geld. Der hatte so eine ganz schlimme Figur. Der hatte so einen riesigen, komischen, eigentlich wie so ein einer, der viel säuft, so einen komischen Oberkörper, ganz dünne Beine. Wie ich. Meine und Beine sieht man ja hier nicht. Und eine blöde Fresse. Das war Wastel aus den Fix und Foxy. Ich bin Wastel. Wolf Kauka. Vielen lieben Dank für diesen schönen Vergleich. Ja, entschuldige, viel mehr kam mir zu. Ja, ist okay. Nein, habe ich jetzt. Muss hier viel aushalten in der Nein, ich kenne ja deine Beine auch gar nicht. Entschuldige, wenn hier einer viel aushalten muss, dann in der Regel ich. Ja, das muss ich also nur an der Stelle sagen. Ja, wenn hier einer immer verarscht wird bei dieser Filmung, leider bin ich das. Ja. Gut, also das heißt, lieber Henny, King of Comedy, würdest du durchaus mit gutem Gewissen empfehlen. Ja. Kick-Ass nicht. Doch, auch. Ich aber nicht dein Bruder. Nicht dein Bruder. Nicht dein Bruder. Genau. Ja. Vielleicht generell allen Menschen nicht, die Stefan heißen. Grüße an der Stelle. Lieber Stefan, mir grüße dich. Genau. Ich habe ja gar nicht so, dass ich meine Sympathie verloren habe während des Films. Es war nur so, mir hat am Ende, ich hätte mir am Ende noch ein bisschen mehr, noch irgendeine humoristische Idee gewünscht, außer nur dem großen Blutbad irgendwie. Und deswegen war es am Ende so ein bisschen, wo ich so dachte, eigentlich war das schon, der hat mich schon gut unterhalten, gerade die erste Stunde. Auch seine Rolle, auch mit dem Mädchen, das sich verliebt und alles das, was da so erzählt wird, irgendwie, das ist schon gut, aber gegen Ende war mir es ein bisschen viel. Ich meine, ich muss dazu sagen, auch indem ich wusste, ich habe gar nicht vorher geguckt, wer mitspielt, als Nicolas Cage auftauchte, war ich sowieso erst schon mal wieder happy, weil Nicolas Cage ist tatsächlich auch so ein Freak und so ein interessanter Typ, ja, also
Wir haben den auch bei einem Podcast, haben wir, der Max und ich mussten wir 2 Millionen Dollar Trinkgeld besprechen, was jetzt auch nicht, sagen wir mal, nicht unbedingt jetzt ein bahnbrechender Dings war, aber so eine gewisse Leichtigkeit Anfang der 90er so hatte, so irgendwie und sowas. Aber dann haben wir halt über Nicolas Cage halt eben auch dann so ein bisschen dann uns so Facts besorgt und was der alles so gemacht hat, dass er Schlösser besitzt, irgendwie in allen möglichen Ländern sich Schlösser gekauft hat, weil er hofft, dass er in einem dieser Schlösser endlich mal den Heiligen Gral findet oder dass er mit Leo DiCaprio mal um einen Dinosaurierschädel geboten hat bei irgendeiner großen Auktion, hat ihn dann für irgendwie über 1 Million Dollar ersteigert. Dann hat sich später aber rausgestellt, dass der aus dem Museum irgendwo in Rumänien geklaut worden war, dann musste er den zurückgeben. Oder dass er das erste Original Superman-Heft hatte, Action Hero Nummer 1 oder wie das hieß, und hat das irgendwie für 250.000 Dollar ersteigert irgendwie. Und dann ist es ihm später geklaut worden, ist dann irgendwo auf einem anderen Teil der Welt für 2,5 Millionen wieder auf einer Auktion verkauft worden und so ein Kram. Und das finde ich, was der so alles so sammelt und was der für Tiere hat. Der hat einen Tintenfisch zu Hause als Haustier und sowas. Oder er hat mal gesagt, er isst nur Tiere, die sich würdevoll paaren. Also er würde Fische essen, weil er glaubt, dass Fische sich würdevoll paaren und Dingsbums, aber Schweine würde er nicht essen, weil die hätten auch keinen guten Sex miteinander und so. Und es war ein einziges Sammelsurium. Wie nennt man denn das? Da ist man kein Veganer und kein Vegetarier, wenn man nur Tiere isst, die sich würdevoll paaren. Keine Ahnung, ein Sexianer, ich weiß. Kopulutianer. Ja, irgend sowas. Und und das ist halt einfach so, das hat so einen Spaß gemacht, sich mit dem zu beschäftigen. Und deswegen, als der auftauchte, was ich nicht wusste, dachte ich schon, NC ist mal wieder da, super, und habe mich total gefreut. Das ist also auch so ein bisschen, finde ich, auch alles Bonus. Ja, das ist irgendwie auch, weil er ja eigentlich immer Hauptrollen hat und so, am Anfang so ein bisschen merkwürdig, dass er dabei ist, gell? Also so, man muss ja erstmal so ein bisschen verkraften, dass... Aber der hat ja auch so ein Faible für so speziell. Also, ich meine, der hat bestimmt nicht lange gezögert. Der hat das Buch gesehen und der hat vielleicht auch hinten dieses martialische Finale gesehen und sagt, ja, da mache ich mit. Irgendwie, das ist so, der hat so viel spezielles Zeug gedreht, auch diese, wie heißen diese, Ghost Rider oder wie die heißen? Oder, ja, Ghost Rider. Genau. Und wobei, da ist ja auch geil, weil da hat er mitgespielt und da mussten sie aber noch, weil er ist nämlich ja Fan von dem Comic und er hat ein Ghost Rider Tattoo und das mussten sie dann immer übermalen, weil man natürlich nicht sehen durfte, dass jemand, der in einem Ghost Rider Film mitspielt, auch schon ein Ghost Rider Tattoo. Das wäre so ungefähr, wenn Mel Gibson bei Braveheart so ein William Wallace Tattoo gehabt hätte oder sowas. und so ein Kram. Also der hat viel so spezielles Zeug auch gedreht. Der war auch immer für zu haben für so ganz spezielle Filme, die wurde gesagt, was macht der wieder? Also zwischen riesigen, so Con Air oder was weiß ich, so riesigen kommerziellen Erfolgen und dann wieder so ganz very special Filmen, irgendwie hat er alles gemacht. Also Macht er nur noch. Ja, also, Mandy oder wie das jetzt hier hieß, dieser eine Horrorfilm, den er, also schon schräges Zeug, auch so Direct-to-Video, was überhaupt nicht ins Kino kommt, das macht er alles. Ja. So nach Lust und Laune. Aber witzigerweise, Tobias, weil du vorhin noch mal ganz kurz zu dem Film, weil du vorhin gesagt hast, Super von James Gunn, dieser auch ähnliche von der Thematik, da hätte es mich mal interessiert, Henny, wenn du den gesehen hättest, ja, was denkst du denn, Tobias, wie hätte der Henny denn den, hätte den genauso? Ich glaube, dass Henny den besser gefunden hätte. Hätte besser gefunden, ja, wahrscheinlich. Ja, glaube ich schon, weil der nochmal eine andere Tiefe hat. Der ist nicht ganz so popcornig, ist aber auch tatsächlich so ein bisschen Independent-Movie. Aber ist auch echt ein toller Film, aber halt auch sogar noch ein bisschen krasser von der Gewalt. Ja, noch, ja, ja. Ich glaube, ich habe 18. Ja. Wohingegen Kickers ja nur schmale 16. Ja. Da hat man ja auch überhaupt nicht die FSK geschmiert oder sowas. Ne? Was da los ist, manchmal versteht man es nicht. Nee. Das ist so ein bisschen auch bei Deadpool, hätte ich ja auch irgendwie gedacht, dass das irgendwie krasser wird, die FSK, aber naja, gut. Ja, das hat sich aber verändert. Man hat sich mehr an Gewalt gewöhnt, glaube ich, leider. Also manchmal bin ich auch schockiert, aber es ist so, also wenn früher... Du kriegst dir, glaube ich, kein Wort. Ja! Doch, ich bin auch... Ich bin weißt, hier er ergötzt überhaupt gar sich nicht wieder so. Hier. Wenn du wüsstest, was hier los ist, wenn du nicht da bist, da ist der Tobias und die anderen, mit denen ich das mache, die sind total die Gorehounds. Das sind die ganz schlimmen Bluttriefenden, die ganze Zeit nur Horror gucken. Und ich bin ganz lieb eigentlich. Und heute werde ich so dargestellt. Das stimmt. Ja, das stimmt. Das ist absolut wahr. Ich mag halt nur Action ganz gerne, aber so Horror und dieses Ganze, naja, wie auch immer. Auf jeden Fall, da reden wir das nächste Mal drüber. Oder wir machen mal vielleicht die lange Marvel-Nacht mit dem Henny. Die erste Mal Marvel-Nacht. Ja. Aber da müssen wir meinen Sohn dazu schauen. Alle 24 Filme. Machen wir unbedingt. Sehr gerne, wenn er Lust hat. Wenn Lust hat, sofort. Ja. Also, wir können gerne mal ein Marvel-Special mit euch machen. Genau. Ja, unbedingt. Vor allem, wenn du Endgame gesehen hast, dann zum ersten Mal. Oh, aber Henny, die abschließende Frage ist, hat dir das denn was gebracht mit uns heute und generell auch im Vorfeld diese Filme dir anzugucken?
Konnten wir dir da was mitgeben auf deinen Lebensweg? Das ist so eine scheiß Suggestivfrage. Das ist so eine. Wenn Nein. Ich sage nee. Ehrlich gesagt, nee. Das war, ich habe mich gefreut, euch zu sehen. Ich habe jetzt auch Durst. Aber gebracht hat mir es jetzt nicht so richtig viel. Was soll ich denn jetzt sagen? Ja, ihr habt mein Bewusstsein erweitert. Ja, es war lebensverändert. Ich erwarte von dir, dass du sagst, dein Leben ist ab jetzt ein anderes. Ja, und ich. Nein. Naja, King of Comedy ein bisschen. Bisschen, da hast du wenigstens mal einen Film gesehen, den du. Nein, King of Comedy tatsächlich hat mal wieder so ein bisschen, war nach längerer Zeit mal wieder so ein Film, den du vorher nicht so richtig kommen siehst, der wirklich überraschend ist was Tobi auch gesagt hat, auch wenn er den Stand-Up dann hält und auf einmal wie über die Figur was erfahren, wo der Film auf einmal nochmal einen Break hat, mit dem man wirklich nicht rechnet. Das ist schon super gewesen. Und der Film, auch ich bin froh, dass ich den endlich mal geguckt habe. Ich habe ja immer gedacht, ich hätte ihn schon geguckt, bis ich dann feststellen muss, bis ihr kamt und mir gezeigt hat, du hast ihn noch gar nicht gesehen. Und, genau. Darum geht's. Jetzt haben wir es gehört. Und ich bin auch froh, Kick-Ass gesehen zu haben, weil ich ja tatsächlich, weil ich habe ja auch gerne The Boys geguckt und weil diese andere Bereich der Superheldenfilme, jetzt auch gerade, wie gesagt, mein Sohn ist der Superheldenprofessor, meine ältere Tochter Jascha ist aber auch riesiger Marvel-Fan und kennt die auch alle. Jetzt waren meine jüngere Tochter Lucy mit ihrem Freund da, Hopsa, den habe ich dann auch zu Kick-Ass gefragt und der hat dann auch so die Wichtigkeit des Films mir nochmal erklärt. Der ist selber auch Cutter und will so in die Branche, der will das richtig, also ist schon so halbprofessionell, ein junger Typ, sehr sympathisch und macht das auch. Und der hat den Film auch mega in Schutz genommen, also hat auch diese Gewaltszene total erklärt, warum das genauso sein müsste, wegen der Fallhöhe zwischen den anderen Filmen und so. Also ich bin froh, dass ich den gesehen habe. Es ist nicht so, dass es mich jetzt genervt hat oder dass ich mich jetzt so durchquälen musste. Da hatte ich in der Vergangenheit manchmal schon andere Filme, wo es schwieriger war. Wir haben Henny Nachtsheim glücklich gemacht. Das habe ich jetzt nicht gesagt. Das war ein Fragespiel. aber nicht unglücklich. Nicht unglücklich, das ist auch schon mal, das ist doch immerhin schon etwas. Wir haben ihn nicht unglücklich gemacht. Vielen Dank, lieber Henny, dass du mitgemacht hast. Ja, vielen lieben Dank, ganz offiziell, lieber Henny. Danke, dass du es gemacht hast. Ich habe es sehr gerne gemacht. Hat mir total Spaß gemacht. Also wenn ihr mal wieder jemanden braucht, auch mir sage Bescheid. Hessische Pornofilme zum Beispiel kenne ich mich auch gut aus. Ja, die Höhle der Flöten, ja, wollten wir ja noch. Die Höhle der Flöte. Die Höhle der Flöte. Ah, die Höhle der Flöte, Entschuldigung. Das machen wir beim nächsten Mal, die Höhle der Flöte. Genau. Gut, also, genau. Dann wie gesagt, ganz vielen Dank, Henny. Gerne, danke für die Einladung. Grüß den lieben Gerd. Das mache ich. Von uns, ja. Ja, das mache ich. Und wir sehen uns. Auf jeden Fall. Jetzt geht es ja auch wieder. Vielleicht können wir uns auch mal wieder bei Live-Auftritten besuchen. Wenn ich mal kurz fragen darf, als Badesalzfrage, mag der Gerd eigentlich Gewaltfilme? Das war früher. Früher hat, also das ist ganz interessant, das hat sich komplett gewandelt. Kennt ihr noch The Shield, die Serie? Ja. Da hat der Gerd sich damals eine Staffel nach der anderen gekauft. Und das war für mich echt anstrengend, weil der stieg jeden Morgen in mein Auto und da fragte er so ganz kurz, na, wie geht's? Gut geschlafen? Wenn wir zum Auftritt gefahren sind, ich sag, ja. Und dann hast du schon gemerkt, die Knie wippen schon so und der ganze Oberkörper und so. Und sagte, und dann, was hast du gestern Abend so gemacht? Ich sag, ich hab The Shield weitergeguckt. Und dann kam Dings Beine, Armenierbeine abgeschnitten, das Ding, Arme abgetrennt, Kopf ab, Dings, Dings, Batsch, der kleine und der kleine Glatzkopf ist ja so cool und was weiß ich. Und er hat das total, hat immer gesagt, es wäre ganz schlimm, aber hat jeden Tag mindestens eine Folge geguckt. Und hat mir das Ohr voll erzählt, dass ich wirklich am Ende zitternd zu Auftritten gefahren bin. Meine Frau hat mir dann schon vor solchen Fahrten Vitamin B-Spritzen gegeben, damit ich Stress abbaue während der Autofahrt. Und das ist heute ganz anders. Der kann heute Gewalt ganz schlecht gucken. Er redet, also wenn ich dem irgendwas empfehle, was zu hart ist oder so, sagt, ich habe da reinguckt, es war mir zu heftig. Total interessant. Ja. Also hat sich geändert. Also glaube ich, dem würde jetzt das Ende von Kick-Ass auch nicht glücklich machen. Nicht so glücklich machen, okay. Gut. Dann wissen wir Bescheid. Gut, lieber Henny, dann mach es gut. Ja, ihr auch. Tschüssi. Bis zum nächsten Mal. Ihr Lieben. Und ja, auf jeden Fall. Wir sagen dir Bescheid, wenn es online geht. Gerne. Alles und du schickst mir noch deinen Ton, ja? Schickst mir noch deinen Ton. Den schicke ich dir jetzt gleich, genau. Alles klar. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ciao, Henny. Tschüss.